Guten Abend, mein Name ist Bente Scheller. Ich leite hier in der Stiftung des Referat Nahost und Nordafrika und heiße Sie alle herzlich willkommen. Ich sehe, es ist relativ voll für diejenigen unter Ihnen, die keinen Stuhl gefunden haben, aber die gerne sitzen möchten. Wir übertragen die Veranstaltung auch draußen auf die Treppe. Wenn es Ihnen gemütlicher ist, dort Platz zu nehmen, sind Sie herzlich eingeladen, das zu tun. Da wir schon bei technischen Ankündigungen sind, die Veranstaltung wird in Deutsch und Englisch stattfinden für diejenigen von Ihnen, die in einer dieser Sprachen gerne Übersetzung hätten. Es wird Deutsch-Englisch gedolmetscht, wofür Sie die entsprechenden Kopfhörer dort hinten finden. Ich freue mich sehr, dass wir zu dieser Veranstaltung hier sind, auch wenn der Anlass natürlich schöner sein könnte. Iran ist ein Thema, das sich immer größer Aufmerksamkeit erfreut hat in den letzten Jahren, aber es gab durchaus hoffnungsvollere Momente, in denen es aussah, als wäre eine konstruktive Politik der USA, Europas, Russlands und Irans gemeinsam möglich. Das Atomabkommen meine ich damit. Es gab Momente, in denen wir aber auch gesehen haben, die Spannungen sind einfach da. Die Spannungen zwischen Iran und den USA insbesondere haben uns die letzten Jahre auch immer stärker beschäftigt. Und zu Anfang dieses Jahres natürlich die Tötung des Generals Qasem Soleimani als ein sehr exponierter Moment, in dem die Befürchtungen sehr groß waren, dass es zu einer sofortigen Eskalation führen könnte. Deswegen freue ich mich, dass meine Kollegin Anja Hoffmann, die hier Referentin für Iran ist, sich so ins Zeug gelegt hat, dass wir relativ zeitnah diese Veranstaltung hier machen können. Barbara Unmüßig als Vorstand möchte ich hier auch begrüßen, denn sie hat dies explizit unterstützt. Iran ist ein Thema, das uns schon lange begleitet und uns sehr wichtig ist. Und deswegen freue ich mich auch außerordentlich, so ein tolles Podium heute Abend zu haben. Ich möchte Ihnen diejenigen kurz vorstellen. Vielleicht sind Sie Leser des Iran-Reports, den wir hier monatlich herausgeben. Autor ist Dr. Bahman Niromand, der der Stiftung seit nunmehr 19 Jahren in diesem Report verbunden ist. Herr Niromand ist in Teheran geboren, hat in Deutschland studiert und ist zweimal aus dem Iran geflohen. Einmal vor dem Schah-Regime, später wieder vor dem Mullah-Regime und ist zentrale Figur im Aufbau einer demokratischen Opposition im Iran bzw. im Ausland auch gewesen. Deswegen freuen wir uns insbesondere, seine Expertise heute Abend auch live auf dem Podium zu haben. Applaus. Zu meiner Linken, Dr. Cornelius Adebar, Non-Resident Fellow bei Carnegie und auch bei der Hertie School. Herr Adebar hat Teheran selbst nicht nur bereist, sondern er hat dort gelehrt. Er kennt den Iran und die USA aus eigener Anschauung, aus Forschung und Lehre besonders gut. Und ich begrüße ihn herzlich. Dr. Asadeh Samirirat aus der Stiftung Wissenschaft und Politik ist Ihnen sicherlich aus den Medien schon ein Begriff. In der Stiftung Wissenschaft und Politik ist sie die stellvertretende Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Nahe Osten und sie ist auch Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zum Iran. Insbesondere auch hat sie sich mit der Rolle des Irans in der Region befasst. Und auch mit bei uns, auch von der Hertie School, Professor Bashak Jali. Sie ist Professorin für internationales Recht, für Völkerrecht und sie ist die Direktorin des Centers for Fundamental Rights an der Hertie School. Ihre Forschungsschwerpunkte sind internationales Recht und Menschenrechte. Sie ist unter anderem Generalsekretärin der European Society of International Law und auch einer Reihe weiterer Vereinigungen, die internationales Recht nicht nur beleuchten, sondern auch fortentwickeln. Ich würde gerne mit der innenpolitischen Dimension beginnen, Herr Niromand. Können Sie uns noch einmal sagen, welche Rolle hat Herr Soleimani im Iran gespielt und wie passt jetzt die Situation mit den innenpolitischen Entwicklungen zusammen? Ja, schönen guten Abend. Soleimani war ein sehr wichtiger Mann im Iran. Er ist im Grunde der Architekt der Nahostpolitik Irans gewesen. Er hat die ganzen
Verbindungen organisiert, die Iran im Irak, in Syrien, in Libanon, in Jemen, in Afghanistan hatte. Und er hat auch an der innenpolitischen Entwicklung teilgenommen, indem er natürlich als sehr radikaler gegen jede Bewegung, die sich als Reformbewegung oder als Opposition artikulierte, ist er vorgegangen. Bei jeden Unruhen, die im Iran stattgefunden haben, zuletzt im November, bevor er starb, hat er eine wichtige Rolle gespielt bei der Niederschlagung dieser ganzen Bewegungen. Er war sehr vertraut mit dem Revolutionsführer Khamenei. Er hatte eigentlich nur ihm gegenüber Verantwortung, sonst kümmerte er sich weder um die Regierung noch um das Parlament. Es ging sogar so weit bei seiner Rolle, dass einmal zum Beispiel der syrische Präsident Assad nach Teheran kam. Davon hat der iranische Außenminister und die iranische Regierung haben davon nichts erfahren. Nur Herr Soleimani und Khamenei haben ihn empfangen. Also das sage ich nur als Beispiel, damit Sie wissen, welchen Rang man ihm überhaupt zugeordnet hat. Er ist offensichtlich ein sehr begabter Organisator und auch militärisch wichtig gewesen. Er hat bei dem Kampf gegen den Islamischen Staat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Er hat im Sinne der Machterweiterung Irans, der Islamischen Republik, in der Region eine entscheidende Rolle gespielt. Das kann ich sagen. Also, das ist eine Rolle gewesen. Und man hat ging sogar so weit, es gab Gerüchte, dass er, obwohl er kein Geistlicher ist, zum Nachfolger von Khamenei, der Revolutionsführer Khamenei werden sollte. Das war natürlich nur ein Gerücht, ob wie weit das tatsächlich geplant war, kann ich nicht sagen. Sein Tod war für die Radikalen, für die Rechten im Iran ein großer Verlust. Natürlich bedeutet das absolut nicht, das ist eine Illusion, sich vorzustellen, mit dem Tod von Soleimani hört die Politik Irans, diese Politik, die er begonnen hat, wird aufhören. Vielleicht wird das gewisse Nuancen geben, vielleicht wird sein Nachfolger nicht so begabt sein wie er, aber diese Politik wird sich nach meiner Auffassung nicht ändern. Vielen Dank für diese Einschätzung. Können Sie vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Meinen Sie, dass die Art, in der er getötet wurde, die radikaleren Kräfte, die konservativeren Kräfte vielleicht sogar noch gestärkt hat? Oder kann man keine Aussage darüber treffen? Man hatte zuerst den Eindruck, dass plötzlich nach allem, was zuvor geschehen war, das heißt nach allem, was im November geschehen war, immerhin waren da, sagt man, die genaue Zahl kennt man nicht, aber über 1000 Menschen waren bei diesen Unruhen im November gezielt getötet worden. Das war seit Jahrzehnten in der Islamischen Republik nicht der Fall gewesen.
Und das hatte natürlich ganz tiefe Wunden hinterlassen in der Bevölkerung. Und es hatte eine Spaltung, eine sichtbare Spaltung in der iranischen Gesellschaft gegeben. Und bei diesen Trauerfeiern hatte man den Eindruck, als ob das ganze Volk jetzt plötzlich sich hinter das Regime stellt. Aber der Grund, dass die Menschen an diese Trauerfeiern teilgenommen haben, war nicht ihre Zustimmung zum Regime, sondern erstens war Soleimani beliebt, sogar bei Leuten, die bei Jugendlichen, die absolut keine Loyalität zu dem gesamten Regime hatten. Er war wie ein Held, wie ein großer, Schauspieler, den man gern hat für die Jugendlichen. Für die Jugend war er wie so ein Held. Und das natürlich, dass er getötet wurde, das war schon für diese Leute ein Schlag. Zweitens, und was wichtiger war, nach meiner Auffassung, war der Grund, dass die Menschen sich gedemütigt und beleidigt fühlten gegen diese Art Umgang einer arroganten Großmacht gegen einen General aus einem anderen Land. Wie kam der amerikanische Präsident dazu, einen Mann, einen General zum Tode zu verurteilen und dieses Urteil vollstrecken zu lassen? Das ist eine Ungeheuerlichkeit und das haben die Iraner als eine ungeheure Beleidigung empfunden. Und abermals hat sich diese Arroganz dieser Großmacht kundgetan für die Iraner und deshalb hatten sie viele, waren wütend und das hat dazu geführt, dass sie an diese Trauerfeiern teilgenommen haben. Dass das nicht die Unterstützung des Regimes bedeutete, zeigte sich ja ein paar Tage später. Nach diesem Abschuss der Maschine, der ukrainischen Maschine, gab es Proteste, die wiederum einmalig waren im Iran. Und diese Proteste haben sich direkt gegen die gesamte Führung und allen voran gegen Revolutionsführer Khamenei gerichtet. Es war selten, dass auf iranische Straßen gerufen wurde, Mörder Khamenei, Verräter Khamenei und so weiter. Und das bedeutet, dass diese Teilnahme an den Trauerfeiern absolut nicht eine Zustimmung zum Regime bedeutet hat. Vielen Dank für diese Einblicke in das inneriranische Geschehen. Dr. Neroman, Sie haben eine Sache eben erwähnt. Wieso nehmen die USA sich heraus, diese Tötung durchführen zu lassen? Herr Adebar, die offizielle Begründung der USA war, Sicherheitsinteressen seien gefährdet gewesen in einem Ausmaß, dass dies ein Akt der Selbstverteidigung war. Glaubhaft untermauern hat der US-Präsident das nicht können und auch sein Verteidigungsminister hat das ja relativiert. Was ist Trumps Kalkül hierbei? Warum tut er das? Was verspricht er sich davon und geht das auf? Ich glaube, ich fange bei dem Punkt an, den Bahmani-Roman auch gleich zu Beginn gesagt hat, dass Soleimani ein Architekt der iranischen Regionalpolitik ist. Und das ist der Grund, warum die Amerikaner zu diesem Drohnenangriff Anfang Januar gegriffen haben, um ihn eben zu töten. Es gibt, sage ich mal, drei Punkte in der Geschichte, die dahin geführt haben. Und ich glaube, an jedem kann man so ein bisschen erkennen, was die Amerikaner bewegt. Und dann als Fußnote dazu, in anderen Kontexten versuche ich, Iran einem Publikum zu erklären und Hintergründe aufzuzeigen, ohne mich
mit den Positionen damit gemein zu machen. Und das Gleiche werde ich auch hier versuchen. Ich werde amerikanische Beweggründe schildern, aber muss die mir nicht zu eigen machen. Das will ich nur vorweg schicken. Das ist die Aufgabe einesjenigen, der versucht, Zusammenhänge zu erklären, dass er das manchmal auch gegen sein eigenes Denken tut. Der erste Aufhänger ist tatsächlich die Erstürmung oder die Krawalle, die Proteste, die vor der amerikanischen Botschaft in Bagdad wenige Tage zuvor stattgefunden haben, wo Demonstranten auch auf das Botschaftsgelände eingedrungen sind, die eben gerade in den USA die Erinnerung an die Botschaftsstürmung in Teheran 1979 daran Erinnerung geweckt haben. Also das muss man anerkennen, ein kollektives Trauma der Amerikaner, wie mit ihren Diplomaten damals umgegangen wurde, 444 Tage Geiselhaft und dann eben eine Freilassung inszeniert, choreografiert am Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten, damals Ronald Reagan. Das war entscheidend und ist entscheidend weiterhin für das iranisch-amerikanische Verhältnis. Über die anderen Dinge, die davor waren, die Amerikaner nicht sehen, kann man bei Gelegenheit sprechen, aber das ist gewissermaßen die Wahrnehmung der Amerikaner. Und insofern war die Erstürmung oder diese Proteste an der Botschaft, das war ein Moment, auf den der amerikanische Präsident reagieren wollte, weil es eben diese Symbolkraft hat. Das Zweite, noch ein halbes Jahr zurückzugehen, ist der Abschuss der amerikanischen Drohne über den Persischen Golf durch Iran, auf die USA am Ende nicht reagiert haben, nicht militärisch reagiert haben, zumindest wo der US-Präsident nach eigenen Worten eben wenige Minuten zuvor einen Angriff abgesagt hat, weil er die zu erwartenden Todesopfer für unverhältnismäßig hielt. Das hat diesem amerikanischen Präsidenten dahingehend geschadet, dass er seitdem auch von seinen eigenen Leuten als schwach wahrgenommen wurde, als jemand, der eben nicht zurückschlagen würde. Und da sind wir beim sehr Persönlichen. Also mein erster Punkt wäre so das amerikanische Trauma, 79 und alles, was gefolgt ist. Und das Zweite ist dieses sehr Persönliche durch den Präsidenten, der auf einen solchen Angriff reagiert, indem er sagt, was ich im Sommer gemacht habe, wurde mir als Schwäche ausgelegt. Jetzt reagiere ich, und zwar so, wie vorher keiner sich getraut hat, zu reagieren. Und das Dritte, und da ist man so ein bisschen bei der Ebene der amerikanischen Nahostpolitik, eben Stichwort nochmal Architekt der iranischen Regionalpolitik, vor allen Dingen nach 2003, nach der Invasion in Irak. Da wurde Soleimani eben auch als jemand wahrgenommen, der federführend gegen die amerikanischen Truppen in Irak gekämpft hat. Auch dort geistern Zahlen durch die Debatte in den USA, wie viele 100 tote US-Soldaten auf das Konto von Soleimani gehen sollen, also nicht persönlich, aber durch die von ihm angeleiteten Milizen. Es gab diese Welle von Minen, die immer an die Wegesränder gelegt wurden, die eben die amerikanischen Kolonnen getroffen haben, die Soldaten getötet haben. Das ist sozusagen ein länger zurückliegender Punkt der Auseinandersetzung über das irakische Territorium und über die Stabilisierung und vor allen Dingen die Machtverhältnisse in Irak. Und das war eben auch der Punkt, wo Soleimani schon seit längerem als ein Gegner wahrgenommen wurde, als ein persönlicher Gegner auch der USA. Und was man jetzt im Nachhinein gehört hat, also auf das Zurückweichen und Aufweichen der Begründung will ich noch gar nicht eingehen, da kommen wir vielleicht später bei einer völkerrechtlichen Bewertung dazu. Aber es war eben die Idee, dass die USA sich hier an einer Stelle stark zeigen wollen, dass sie gegen die Ausdehnung Irans im Irak vorgehen wollen und dass sie hier zu diesem letzten Mittel gegriffen haben. Für die amerikanische Regierung ist es aktuell, Thema war ja, ob es sozusagen ein diplomatischer GAU sei oder ein aus Sicht der Amerikaner eben ein Erfolg. Für den Moment wird es als ein Erfolg behandelt, weil es eben auch die Schlagkraft der USA nochmal deutlich gemacht hat. Sie können eben, wenn sie das wollen, jede Person überall auf der Welt treffen und sie können das auch tun, ohne jetzt sich allzu sehr Gedanken zu machen über die Konsequenzen. Diese Chuspe haben sie, dass sie erstmal in eine solche Aktion gehen und dann hinterher sehen, wie man damit umgeht.
Eine komplexe Lage, in der man diverse Argumentationsstränge sehen kann. Wir kommen in der Tat später gerne nochmal auf die völkerrechtlichen Aspekte zurück. Jetzt würde ich kurz aber noch gerne in der Region bleiben. Dr. Samirirat, Soleimanis Eingreifen in Irak und Syrien war hier schon Thema, ein Eingreifen und ein Steuern von Milizen, das oft auch von massiven Menschenrechtsverbrechen begleitet wurde. Viele Menschen haben in der Region gelitten oder den Tod gefunden, durch das, dessen Architekt Soleimani war. Wir haben über die Gefahr der Eskalation diskutiert und werden das sicher auch weiter tun, aber ist es andersherum auch möglich zu sagen, der Nahe Osten ist durch den Tod Soleimanis zu einem sichereren Ort für Zivilisten geworden? Also erstmal vielleicht doch nochmal zu Soleimani selbst, wer er war und was seine Funktion eigentlich war. Soleimani hat, wir haben es gehört, mehr als 20 Jahre lang eigentlich Irans Regionalpolitik maßgeblich geprägt, aber in einer ganz spezifischen Funktion. Er ist der Kommandeur gewesen der sogenannten Jerusalem-Brigaden. Das ist eine Sondereinheit der paramilitärischen Revolutionsgarden, die explizit für geheimdienstliche, militärische, regionalpolitische Aufgaben außerhalb des iranischen Territoriums verantwortlich ist. Ja? Also es geht weniger um eine innenpolitische Dimension hier als das Wirken außerhalb iranischer Grenzen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil Irans Regionalpolitik von verschiedenen Interessen geleitet ist, ideologischen, aber auch geopolitischen, aber eben auch sicherheitspolitischen Interessen. Und im iranischen Sicherheitsapparat diese Überzeugung besteht, dass Iran aufgrund seiner begrenzten konventionellen Militärkapazitäten darauf angewiesen ist, sich sozusagen außerhalb seiner Grenzen schützen zu können und außerhalb seiner Grenzen ganz bewusst aktiv zu sein. Das ist also nicht nur ein Nebenprodukt iranischer Politik, sondern ein ganz elementarer Teil der iranischen Vorstellung iranischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das heißt, in vielerlei Hinsicht ist Soleimani sozusagen die Speerspitze des Schutzwalls Irans gewesen, vor dem Islamischen Staat, vor Bedrohungen durch externe Akteure, sei es der israelische Staat, der saudische Staat oder eben der US-amerikanische Staat. Das ist sozusagen die Rhetorik, die man zumindest bemüht, das, was Iran unter vorwärtsgewandter Verteidigung versteht. Nun wissen wir aber alle, dass das, was Iran in der Region an Aktivitäten verfolgt, über reine Verteidigung natürlich weit hinausgeht. Und das ist eigentlich der Moment, wo wir sehen, dass Soleimani zu einer Art Militärstar wird, und zwar nicht nur in Iran selbst, sondern auch in der Region für verbündete nichtstaatliche Akteure. Er ist eigentlich der Star, der aus dem Syrien-Konflikt hervorgegangen ist. Soleimani war über Jahrzehnte eine prägende Figur, aber der Militäreinsatz Irans in Syrien hat sozusagen die Notwendigkeit mit sich gebracht, diesem Einsatz auch eine Art Gesicht zu geben, als sich mehr und mehr nicht mehr sozusagen verheimlichen ließ, dass Iran militärisch aktiv ist. Und er ist in dieser Hinsicht auch ein Produkt sehr erfolgreicher iranischer Werbung. Und zwar ein Produkt, das international sehr erfolgreich war. Und das beweist eben auch der Anschlag, nämlich eine völlige Überzeichnung seiner Position und seiner politischen Rolle im System. Wir hören vielfach auch heute, dass Soleimani sozusagen die Art Nummer zwei im Iran war, kurz nach Khamenei. Soleimani ist nie die Nummer zwei im Iran gewesen. Er ist auch nicht die Nummer drei, vier oder fünf im iranischen Apparat gewesen. Also eine völlige Überzeichnung dessen, was er eigentlich für eine Bedeutung hatte. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich in den letzten Jahren in Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern auf speziell Soleimani angesprochen worden bin. Ob er der nächste Präsident wird, ob er womöglich die nächste wichtige Rolle übernimmt, ob er sozusagen die prägende Figur ist. Und das unterschätzt, dass Irans Regionalpolitik seit Jahrzehnten auf dieser Idee der asymmetrischen Kampfführung besteht. Das ist kein Produkt von Soleimani selbst. Er ist ohne Frage als persönliche charismatische Figur unglaublich wichtig gewesen, ein unheimlich wichtiger Stratege. Er hat in der ganzen Region Milizen und Kämpfer rekrutiert aus Afghanistan, aus Pakistan, aus dem Irak für den Einsatz in Syrien. Er hat neue Milizen aufgebaut. Er hat sie mit Waffen, mit Finanzen, mit Logistik, mit Beratung ausgestattet in der Region. Aber das ist nichts, was neu wäre für die Islamische Republik. Das, was wir in Iran sehen, nämlich diese ganz engen Verbindungen, die es zwischen der Islamischen Republik gibt und einer Reihe von nichtstaatlichen Verbündeten über Irak, Syrien, Libanon, teilweise im Jemen nicht in der gleichen Qualität, sind Beziehungen, die zum Teil Jahrzehnte zurückgreifen. Sie haben enge wirtschaftliche Verflechtungen, politische Verflechtungen. Zum Teil haben sie ganz persönliche und familiäre Verflechtungen mit diesen nichtstaatlichen Verbündeten. Daran wird der Tod von Soleimani nichts ändern. Das heißt, was uns hier verkauft wurde, ist eine Art Illusion, ja? Dass das eine fundamentale Zäsur in iranischer Regionalpolitik bedeuten würde und die iranischen asymmetrischen Kapazitäten bedeutend sozusagen unterminieren würde. Das ist nicht der Fall. Und das ist auch nicht das, was wir jetzt erwarten können.
Also hat sozusagen sein Tod die Region sicherer gemacht? Nein, keineswegs. Ich glaube, die Region ist jetzt deutlich unsicherer. Und zwar nicht nur für sozusagen die Bevölkerung in der Region, die die ersten Leidtragenden sein werden im Falle einer militärischen Eskalation. Es hat die Situation auch für US-Soldaten in der gesamten Region unsicherer gemacht. Im Übrigen auch für Bundeswehrsoldaten in dieser Region unsicherer gemacht, die zu einem Ziel von Anschlägen werden können. Und es bedeutet auch, dass wenn es zu einer militärischen Eskalation kommen könnte oder sollte, einer direkten, dass wir davon ausgehen müssen, dass es kein Iran-Krieg sein wird. Es wird ein Nahostkrieg sein. Und Iran wird dafür Sorge tragen, dass es ein Konflikt wird, dessen Schauplatz sich außerhalb iranischer Grenzen eben auch auswirkt. Im Libanon potenziell, im Irak, in Syrien, in Afghanistan. Die Liste ist lang, die Liste an Kapazitäten, die Iran hier hat. Das heißt, ich fürchte, das, was wie eine Problemlösung aussieht, hat nur zahlreiche neue Probleme geschaffen. Was ja sehr gut zu anderen Taten und anderen Aktivitäten der US-Regierung passen würde, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, letztlich aber in einer Strategie sich vielleicht nicht so wiederfinden. Aber ich finde besonders interessant den rechtlichen Aspekt hieran auch. Eigentlich ist ja internationales Recht, sind internationale Normen und Völkerrecht ja weiterentwickelt worden, um eben Kriege zu verhindern, Auseinandersetzungen vom militärischen Feld zu ziehen und Möglichkeiten der Konfliktlösung jenseits dessen mit Mitteln der Diplomatie, aber auch in der Tat einfach rechtlichen Normen und deren Durchsetzung zu ermöglichen. Professor Charlie, könnten Sie uns vielleicht zunächst einmal sagen, wie ist dieser Drohnenangriff, die Tötung Soleimanis auf diese Art und Weise völkerrechtlich zu bewerten? Thank you, Bente. I will switch to English. I hope that's okay. I'm a beginner German speaker, and if I handle this question in German, I think even my son, my nine-year-old son, won't be able to understand what I'm saying. So bear with me in English. So there are two layers of questions in relation to the drone attacks. But perhaps it's also good to say that there are quite a lot of complicated international law questions in and around the Iran-US relations. So the killing of Soleimani and the retaliation attack by Iran is just two of these very important issues, but there are so many international law problems. Just think about that the Iranian group wasn't able to travel to the UN, they weren't given a visa, a British diplomat had difficulties in Iran and so on and so forth. There are also issues with the treaty, the so-called Iran deal. So there are lots of problems. But obviously this is the most important issue. What does international law say? International law, since 1945, says that states cannot use or threaten the use of force in international affairs with one another. And this is the cardinal principle. This is the most important international legal principle, we would say, that was established in 1945. There is only one, and only one exception to this prohibition that you cannot use force in international relations, and that's the exception of the right to self-defense. And the US, in the beginning, as you know, has argued that. They said we're actually invoking this exception, we're actually using the right to self-defense. But then you have to ask, what does it mean to use the right to self-defense? And the way that we understand it is that either you're attacked, or that you're about to be attacked, or you're imminently going to be attacked. Well, depending on where you are in the world, people disagree which ones of these, but the most widest idea is that you're imminently to be attacked, so that you can say, I'm going to break the prohibition, I have the right to use force in self-defense. So this was one of the arguments that was made by the United States when they killed Soleimani in Iraq. So the biggest question was Soleimani and his associates were imminently going to attack United States. Right? This was the most important question to answer, whether the US was actually using force within the realm of the right to self-defense. We didn't know it on the day. Nobody knew
because we don't have, the newspapers couldn't report, nobody had the information. This is a very factual information, right? Some sort of intelligence. What was he up to? What was he planning the next week, the following week, or the week after, and so on? But just a few days after the attack, we found out, as you know, we don't have intelligence access, but what we found out was that the US didn't really have a lot of evidence that an attack was imminent by him. They couldn't reveal any information as to this, that, and the other. So if that information is not there or provided, we would say that this was not a lawful use of the right to self-defense under international law, and this was a prohibition. The prohibition on the use of force was actually breached by the United States. And this is a very factual question, as I said. You wouldn't know it immediately the moment something happens, but was there an imminent attack that was being planned by him that only by killing him would have been actually stopped? So that was the factual question. Pompey, I think, said, I don't know, I can't really give you that information, we're not so sure, but we are sure that he was up to something, or that he will be up to something. And law doesn't stretch that much that, you know, of course everyone knows that, you know, there were things and we were discussing it, but law doesn't say that you can't just say someone is probably up to something sometime. That's not how it works. So the second issue was the retaliation by Iran. And under international law, that's also an unlawful attack. So the first one was unlawful, and the second one was unlawful because the same rules apply. You can only use the right to self-defense, and you only use it when you are, you know, physically attacked, and there's no other way to respond other than responding to that attack, to defend yourself, or that there's something imminent, you're going to be imminently attacked. And of course, because Soleimani was killed in Iraq in a very precision strike, you can't say that now you have to bomb some US embassy, because that wouldn't be necessary way of acting in self-defense. That's retaliation, and that's also unlawful under international law. So both attacks, I would say, were not lawful. So how do we know that? Maybe the quickly on the second layer, but if you looked around the world, if you looked at the EU, if you looked at Germany, the UK, France, and lots of other states, no one really said anything. They didn't say it was not unlawful. They did not say it was lawful. They started talking about de-escalation and sort of, you know, we have to all be careful, this was not a good idea. So we didn't really see a very clear response legally from a lot of the very, very important states. There are a few exceptions. Of course, some states have made some legal noises, but no one really has done that. So we are in a very strange situation where, on a very sort of a mainstream understanding, we know that this was unlawful, both attacks, but none of the major powers, in particular in Europe, have actually said it. Warum? Why? So maybe two answers. You know, the first one is sort of an answer which may say that, well, maybe the, especially the European states, let's maybe say the European Union or Germany in particular, maybe they thought that they would be perceived as taking sides by saying that this was unlawful, the first attack was unlawful, or the second attack was unlawful, by not saying anything. Maybe they thought that, you know, because they didn't also make a lot of noise, that this was all okay either, right? So they didn't say everything was fine, but maybe by not using the legal language, they thought that they would be just not, you know, jeopardizing some sort of further diplomatic exchanges either with the United States or with Iran. I'm really pushing, I'm trying to give you an answer, but I'm not that convinced that by saying something which is unlawful, that you would definitely jeopardize some diplomatic engagement with the US or than with Iran, because both attacks were unlawful, so you can be very even-handed in saying to both states that this was the case.
Were they confused about it? They just didn't know enough. They didn't have enough lawyers in the capitals. Of course, that is not a very good answer. Maybe the first day, everyone was in a shock, and so no one said anything. But we learned a lot more from the US statements that there wasn't anything tangible to make any attack against the United States imminent. So at that point, I think people had to speak up. The first one is a wishful answer, but maybe the second one is a bit more pessimistic. Maybe no one really cares about international law anymore, and that's not what rules the world. And the UN Charter is exactly going to be 75 years old in October 2020, and people may think that the UN Charter and its cardinal prohibition is an old lady that no one wants to listen to anymore. But that will be a very pessimistic answer, I think. Vielen Dank, Dr. Adebar. Sie wollten vorhin aber auch noch etwas zu dieser Aufweichung und den rechtlichen Aspekten sagen. Ja, also vielleicht einfach, um das Augenmerk darauf zu richten, dass es diese Debatte auch durchaus in den USA gibt. Nicht in allererster Linie mit Blick auf das Völkerrecht. Das Völkerrecht kommt auch vor. Aber es wäre vermessen zu sagen, dass das Völkerrecht die Richtschnur für amerikanisches außenpolitisches Handeln wäre. Es ist aber eine innenpolitische Debatte, die darauf zielt, war es einerseits richtig, was der Präsident getan hat, und zweitens, hatte er das Recht, das zu tun? Also es sind nochmal zwei unterschiedliche Fragen. Für das richtig, da ist die Antwort offen, und da stimme ich Azadeh zu, die sagt, es hat eigentlich viel mehr Probleme geschaffen. Interessant ist die Frage, ob der Präsident überhaupt das Recht hatte, das zu tun. Und das ist natürlich eine rein innenpolitische Frage zunächst mal, aber sie berührt eben durchaus Fragen von Krieg und Frieden. Es gibt eben keinen erklärten Krieg zwischen den USA und Iran. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Amerikaner einen Vertreter, einen Regierungsvertreter eines Staates töten, mit dem die USA nicht im Krieg sind. Also das ist sozusagen gewissermaßen die Dimension. Wir haben 75 Jahre sind vergangen und dann passiert so etwas. Also es ist auch nicht alltäglich. Gezielte Tötungen gibt es schon länger. Auch unter Präsident Obama wurden eben Al-Qaida oder eben IS-Terroristen gezielt getötet. Das ist nicht so neu im Sinne der amerikanischen Politik. Und auch dort gibt es ja die Diskussion um Legalität. Es hat aber eben, und das darauf wollte ich abstellen, es hat die Diskussion in den USA dahingehend gegeben, hatte der Präsident die Befugnis, das zu tun? Auch dort werden die Konsequenzen mitgedacht. Also einerseits gibt es im Kongress liegt die Befugnis, Krieg zu erklären gegenüber einer anderen Nation. Das darf der Präsident nicht, das darf nur der Kongress. Aber es gibt eben die Möglichkeit, unterhalb dieser Schwelle eines offenen Krieges Militäraktionen durchzuführen. Und das ist das, was die amerikanische Regierung regelmäßig macht. Jetzt wird gerade darüber debattiert, ob man die Befugnisse des Präsidenten einschränken will, weil man nämlich die Sorge hat, vor allen Dingen die Demokraten im Kongress, weil sie die Sorge haben, dass durch diese Art der Handlungen der Präsident die USA in einen Krieg zwingen kann. Eben durch faktisches Bombardieren oder durch Drohnenangriffe. Also da entspannt sich eine gewissermaßen innenpolitische Debatte darum, die auch nochmal eine Möglichkeit wäre, für vor allem für die europäischen Staaten vielleicht hier einzuwirken auf die USA. Allein mit dem Völkerrecht, denke ich, kommt man zumindest gegenüber der amerikanischen Administration nicht weiter, sondern dann muss man versuchen, Wege zu finden im Dialog mit vor allen Dingen mit Kongressabgeordneten, aber auch mit Teilen der Regierung. Sie hatten erwähnt, dass der amerikanische Verteidigungsminister ganz offen gesagt hat, es gibt nicht diese Belege für eine unmittelbar bevorstehende Attacke. Der amerikanische Präsident hat gesagt, es spielt keine Rolle. Das war ein Schurke, ich habe ihn ausgeknipst. Seine Worte. Und deshalb ist es in Ordnung. Also da ist sozusagen kein Einfallstor für das Völkerrecht, sondern man muss dann schauen, wenn man sich in der Sache darum sorgt, wie geht man miteinander um, dann muss man eben schauen, was ist ein möglicher Anknüpfungspunkt innerhalb der amerikanischen innenpolitischen Debatte. Denn, wie gesagt, die Vorstellungen von Völkerrecht werden nicht überall gleichermaßen geteilt, leider. Ein wichtiger Aspekt von der Kraft internationaler Abkommen oder einem Erfolg beim Aushandeln dessen war ja das sogenannte Atomabkommen,
Die USA haben sich daraus zurückgezogen. Der Iran hat angekündigt, er werde sich auch an bestimmte Verfügungen daraus nicht mehr halten. Das ist sehr viel stärker wahrgenommen worden, finde ich, als vorherige Ankündigungen. Obwohl, wenn ich das richtig sehe, in der Substanz das Abrücken des Irans von den dort festgelegten Bedingungen so groß nicht ist. Insbesondere Inspektionen sollen ja nach wie vor möglich sein. Wie steht es um dieses Atomabkommen, das ja auch ein Herzstück der Politik Europas war, ein Herzstück der Sicherheitspolitik? Wie steht es darum in diesen Zeiten, Frau Samiri-Rath? Wie sich vorstellen, steht es nicht so gut, aber es steht ja schon lange nicht gut. Ich glaube, wir hatten ein Jahr oder so, was halbwegs gut verlief, und danach ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Das Abkommen ist tatsächlich ganz wichtig, weil es auch in der derzeitigen Spannungslage eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die sicherheitspolitische Lage am Persischen Golf hat sich kontinuierlich verschlechtert, seit sich die USA nicht mehr an diese Atomvereinbarung halten. Das heißt nicht, dass die USA verantwortlich sind für jede Eskalation in der Region. Iran hat seinerseits auf die Politik der Amerikaner mit einer Politik der schrittweisen Eskalation am Persischen Golf reagiert. Aber wir sind heute in einer ganz drastischen Lage aufgrund sozusagen von internationalen Bedingungen, die ganz eng mit der Atomvereinbarung zusammenhängen. Insofern ist es wichtig, das tatsächlich, wie Sie jetzt auch angedeutet haben, mitzudenken, wenn wir über die derzeitige angespannte Lage sprechen. Wie sieht es nun aus? Iran hat in 5 Schritten Teile der Vereinbarung ausgesetzt, und Sie haben es schon angedeutet, Iran wird sich nicht mehr an technische Einschränkungen seines zivilen Atomprogramms gebunden fühlen. Was das konkret heißt, muss sich erst noch zeigen, denn die konkreten Schritte, mit denen das zusammenhängt, die tatsächlich Irans sogenannte Breakout Time, also die Zeit, die Iran bräuchte, wenn es morgen entscheidet, wir wollen eine Bombe bauen, um genügend Nuklearmaterial zu sammeln für den Bau einer Bombe, drastisch zu reduzieren. Also das Abkommen ist ursprünglich etabliert worden, um diese Ausbruchszeit auf 12 Monate zu reduzieren. Ja, man hat sich gesagt, wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass Teheran sagt, okay, wir wollen eine Bombe bauen, dann würden wir das mitkriegen, weil wir umfassende Kontrollen nun möglich machen durch die Atomvereinbarung. Die Internationale Atomenergiebehörde ist im Land täglich vor Ort. Sie können die ganzen Anlagen kontrollieren. Und wir würden es frühzeitig erkennen und hätten dann 12 Monate Zeit zu reagieren. Das sind so die Rahmenbasisbedingungen für dieses Abkommen gewesen. Wenn jetzt Iran anfängt, an den technischen Beschränkungen rumzuspielen und sich nicht mehr an diese zu halten, dann reduziert sich natürlich diese Breakout-Time von 12 Monaten. Sie könnte drastisch sinken auf Iran braucht nur noch 10 Monate Zeit oder Iran braucht nur noch 6 Monate, wenn sie sich entscheiden sollten. Das ist so der Maßstab, an dem man sich orientiert, ab welchem Punkt das Abkommen vielleicht auch keinen Mehrwert mehr hätte. Wenn ich mir jetzt angucke, was Iran für konkrete Schritte unternommen hat in den letzten Monaten, dann hat sich die Breakout-Time bislang nicht drastisch reduziert. Das heißt nicht, dass uns das nicht noch bevorsteht. Das kann kommen, das ist eine Gefahr. Aber, und das ist wiederum die gute Nachricht in einer Situation, in der es eigentlich fast nur schlechte Nachrichten gibt. Iran hat noch nicht die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde unterbrochen. Das heißt, der Verifikationskern des Abkommens, und das ist der wirklich wichtige Kern dieses Abkommens, unsere Möglichkeit, international das iranische Atomprogramm zu kontrollieren, und zwar vor Ort, der ist bislang nicht berührt. Das heißt, wo bei uns die Alarmglocken noch mehr, als sie ohnehin schon sozusagen angehen sollten, ist der Moment, wo Iran sagt, wir lassen keine Inspekteure mehr ins Land. Oder der Moment, wo Iran bestimmte technische Bestimmungen drastisch überschreitet, die diese sogenannten 12 Monate Breakout-Time, von denen ich gesprochen habe, reduziert haben. Solange das nicht der Fall ist, bin ich der festen Überzeugung, das Abkommen hat noch einen Mehrwert, das sich zu retten lohnt. Ist es noch möglich, überhaupt was zu retten? Das ist die nächste Frage. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Europäer haben sich als weitgehend unmächtig teilweise erwiesen, muss man sagen, seit die Amerikaner raus sind aus der Atomvereinbarung. Es ist ihnen nicht gelungen, sozusagen das zu kompensieren. Sie haben jetzt beschlossen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben das vielleicht gehört, der sogenannte Streitschlichtungsmechanismus im Abkommen, Artikel 36, der also mit solchen Verstößen umgehen soll, wo alle Parteien zusammenkommen an den Tisch, um gemeinsam zu überlegen, wie man das löst. Das war mal die Idee dieses Mechanismus. Die Europäer nutzen ihn aber jetzt gerade als Androhungsszenario, als weitere Bestrafungsmaßnahme, also völlig entgegengesetzt der ursprünglichen Idee. Leider nutzen wir also die wenigen Kapazitäten, die wir haben, auch nicht sehr konstruktiv, sodass ich da nicht so sehr frohgemut bin, dass dieses Abkommen auf absehbare Zeit wirklich drastisch wieder an Leben gewinnen kann. Aber nochmal, und das ist eigentlich die Message, die ich mitgeben will, wir sind jetzt nicht in einer Situation, wo uns eine iranische Nuklearbombe irgendwann zeitnah ein Problem bereiten sollte. Ja? Wir sind immer noch in einem Abkommen, die Inspekteure sind vor Ort, die Breakout-Time ist noch nicht drastisch reduziert und wir müssen jetzt zusehen, dass wir diese elementaren Grundbestandteile wenigstens noch erhalten. Dr. Niromand, wir hatten
verschiedene Formen der Aggression, der Drohung und der Kriegsführung bereits erwähnt. Aber eine Sache, die man in iranischen Veröffentlichungen immer wieder liest, dort werden die Sanktionen auch als Wirtschaftskrieg bezeichnet. Deswegen würde ich Sie bitten, uns vielleicht einen Einblick zu gewähren, was passiert durch die Wirtschaftssanktionen im Iran? Was bedeutet das für die Bevölkerung im Iran? Und wie geht das iranische Regime damit um? Darf ich zunächst nur eine kurze Ergänzung zu dieser Atomstreit erwähnen? Dieser Mechanismus, den die Europäer jetzt in Gang gesetzt haben, das heißt Schlichtungsverfahren, das kann dazu führen, dass tatsächlich die UNO-Sanktionen gegen Iran wieder aufgenommen werden, wieder aktiviert werden. Und das würde tatsächlich das Ende dieses Abkommens bedeuten. Denn Iran hat schon erklärt, das heißt gestern, glaube ich, hat Rouhani erklärt, dass Iran aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten würde. Das bedeutet, dass diese Situation, überhaupt Iran zu bremsen, falls das Land eine Atombombe bauen will, die würde sich grundlegend verändern. Und das ist die gefährliche Situation. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt objektiv betrachtet, Iran hat sich an diesem Vertrag gehalten und die internationale Atombehörde hat das auch, glaube ich, 13, 14 Mal bestätigt, dass Iran haargenau sich seine Pflichten erfüllt hat. Und die Amerikaner sind ausgestiegen im Mai 2018 und Iran hat ein Jahr lang gewartet und die Europäer haben immer Iran vertröstet, dieses also zu regeln, irgendwie einen Ausweg zu finden, um die amerikanischen Sanktionen zu umgehen, aber die haben nichts gemacht. Das heißt, sie haben eine, wie Sie sagen, Ersatzgesellschaft eingerichtet, INSTEX, aber diese Ersatzgesellschaft funktioniert überhaupt nicht, hat auch überhaupt nicht funktioniert bis jetzt. Und von Iran kann man nicht erwarten, dass die Sanktionen unter Sanktionen leiden und alle Verpflichtungen erfüllen. Das geht überhaupt nicht. Das hat mit der Bewertung des Regimes überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein Recht. Iran hat diesem Abkommen zugestimmt, weil dadurch die Sanktionen aufgehoben werden. Und wenn die Sanktionen nicht aufgehoben werden, wenn diese Sanktionen 2018 wieder in Kraft gesetzt worden sind, dann bedeutet, dass dieser Vertrag nicht mehr funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass überhaupt dieses Abkommen irgendwie keine Funktion mehr hat. Und die Europäer wachen auch schon, ganz, ganz spürbar. Die Briten haben erklärt, also Johnson hat gesagt, ich glaube, dass das, was die Amerikaner vorschlagen, das heißt ein erweitertes Abkommen, die beste Lösung wäre. Und der Vorschlag von Trump oder Pompeo ist der beste Vorschlag, hat er gesagt. Und auch die Franzosen haben erklärt, dass der Vertrag natürlich unzulänglich ist und erweitert werden muss. Ich meine, langsam merke ich auch, die Deutschen weichen auch ein wenig. Und diesen Mechanismus, den die jetzt in Gang gesetzt haben, die Europäer,
sagt man, ist Folge des Drucks der Amerikaner. Die Amerikaner haben gedroht, falls ihr das nicht macht, werden wir die Zölle für Autos erhöhen. Das ist der Druck, den die Amerikaner ausgeübt haben. Das heißt, die Europäer können nichts tun, weil sie einfach abhängig sind von der amerikanischen Politik, weil sie einfach das tun, was die letztendlich das tun, was die Amerikaner sagen, weil die Europäer keine eigene Außenpolitik haben. Das heißt, nicht auch mit einer Zunge reden. Das ist einfach der Grund. Und ich denke, der Atomvertrag, das Atomabkommen hat schon ausgedient. Also ich glaube nicht daran, dass dieses Abkommen noch weiterhin also irgendwie gerettet werden kann. Das Problem ist, wenn Iran zustimmen würde, ein neues, also wieder zu verhandeln, das bedeutet, dass die Verhandlungen nicht nur allein sich um das iranische Atomprogramm drehen, sondern auch um das Raketenprogramm und über die Rolle des Irans in der Region. Und ob Iran, also dieses Regime, dazu bereit ist, sich darauf einzulassen, daran zweifle ich sehr. Deswegen glaube ich, dass dieser Atomkonflikt in einer Phase getreten ist, in der es unlösbar erscheint. Es gibt keine Lösung. Die Fronten sind dermaßen weit auseinander, dass ich nicht daran glaube, dass man da eine Brücke finden kann. Es sei denn, es gibt einen Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten, das heißt, die Demokraten kommen wieder an die Macht und dann wird es sicherlich dann eine Lösung geben. Aber solange Trump und diese Regierung an der Macht sind, glaube ich nicht, dass es eine Lösung gibt. Im Gegenteil, ich denke, diese Lage wird weiterhin eskalieren. Dr. Adebar, Sie sind schon hier auf der Startposition. Ja, zum Ende stimme ich Ihnen ja wieder zu, Herr Niromant, dass der Schlüssel zu einem Gutteil in Washington liegt. Und wir hatten ja auch schon festgestellt, dass die Situation rund um den Deal sich dann verschlechtert hat, in dem Moment, wo die Amerikaner ausgestiegen sind, beziehungsweise vorher. Es fing ja schon an mit dem Wahlkampf 2016, dass der Deal nicht so umgesetzt wurde, als plötzlich also der aktuelle Präsident in den Umfragen vorne lag, er immer von dem schlechtesten Deal aller Zeiten sprach. In dem Moment änderte sich so ein bisschen auch das Verhältnis auch europäischer Firmen gegenüber dem Abkommen. Man hatte Sorge, ob es denn nach einer Wahl weiterhin bestehen würde. Und dann mit Amtsantritt Anfang 2017, seitdem gibt es die Probleme und dann eben mit Austritt jetzt tatsächlich dann auch gewissermaßen die regionale Eskalation. Also ein Gutteil des Schlüssels liegt natürlich in den USA. Ich wollte einspringen an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, die Europäer machen nur das, was die Amerikaner wollen. Da können Sie ja mal die Amerikaner fragen, ob die das so sehen. Die sehen das ganz und gar nicht so. Und es fällt mir natürlich auch schwer, gewissermaßen europäische Politik zu verteidigen, wenn man sieht, wie sehr diese gesamte Iran-Politik ein Lehrstück in den Grenzen europäischer Handlungsfähigkeit ist. Also wir sehen sehr viel Wollen auf europäischer Seite, aber wir sehen eben nicht das Können. Wir sehen nicht das Vermögen, sich so den USA entgegenzustellen, wie man das wollte oder müsste. Also Wollen im Sinne von, es fing ja damit an, dass die Europäer ihren eigenen Unternehmen untersagt haben, mit einer Verordnung, sich an amerikanische Gesetzgebung zu Iran zu halten, sondern nur die europäischen Gesetze zu beachten. Über diese Verordnung hinaus ist da nicht viel weiter passiert. Die europäischen Unternehmen haben sich trotzdem zurückgezogen. Sie haben den Aufbau von Instex angesprochen, das ist richtig. Diese Tauschbörse soll eben ein Vehikel sein, um Handel mit Iran zu ermöglichen, selbst angesichts von US-Sanktionen und vor allen Dingen im Bereich auch von humanitärem Handel, der ja nicht mal von den USA mit Sanktionen belegt ist. Da geht es einfach darum, dass Zahlungsverkehr nicht abgewickelt werden kann. Also der Aufbau dieser Tauschbörse wird in Washington sehr kritisch gesehen, weil es eben potenziell auch ein Vehikel ist,
US-Sanktionen an anderer Stelle zu umgehen, Stichwort Nord Stream 2 oder im Handel mit China, wo die USA mit China im Clinch sind. Also die Europäer unternehmen Babyschritte weg von den USA hin zu einem sich emanzipieren, betonen deutlich die Politikdifferenzen, die sie mit den USA haben, sind also nicht an der Seite der USA. Das wird aus Teheran durchaus weniger so klar gesehen, das ist richtig. Und gerade die letzten Schritte haben aus Teheraner Sicht die Europäer noch mal näher den USA gebracht. Aber es ist nicht so, und weil Sie die Anekdote, oder nicht die Anekdote, aber weil Sie das erwähnt haben, mit der Drohung, mit den Zöllen, dann müssen Sie auch dazu sagen, dass die Europäer klar gemacht haben, dass die Entscheidung für diesen Schritt, den Schlichtungsmechanismus auszurufen, vorher gefallen war, dass die Amerikaner diese Drohung wieder rückgängig oder zurückgenommen haben. Also es liegt nicht an einer einzelnen Drohung der Amerikaner, dass die Europäer den Streitschlichtungsmechanismus ausgerufen haben. Das ist schlicht nicht richtig. Es gibt Druck und die Europäer haben Probleme, sich dem entgegenzusetzen. Das ist richtig und das Ganze schränkt die europäische Politik ein. Und deshalb ist es eben aber auch so ein wichtiger Punkt für die Europäer, an dieser Stelle eine eigenständige Politik zu verfolgen. Aber man muss eben schauen, was ist sozusagen wirklich aufgrund amerikanischer Drohung oder anderen geschehen und was haben die Europäer aus sich heraus, weil sie sagen, wir können den iranischen Schritten weg vom Deal, wir können den nicht länger einfach nur zusehen und auch das nur mit Worten kommentieren, sondern wir müssen jetzt diesen Schritt an bestimmter Stelle tun. Das kann immer noch der falsche Schritt sein, darüber kann man diskutieren, aber die Europäer haben ihn schon sehr eigenständig getroffen. Dr. Samirirat, Sie hatten auch noch mal dazu. Ich meine, da könnte man eine ganze Veranstaltung zu machen, weil es so viele Teilaspekte gibt. Ich will jetzt auch nicht wiederholen, wo die Europäer überall sozusagen sich als ohnmächtig erwiesen haben, trotz vielleicht eines gewissen Willens zumindest was zu tun. Ich denke, insgesamt haben die Europäer auch sehr viele Chancen liegen lassen und ich würde mir mehr Courage von der europäischen und insbesondere auch der deutschen Außenpolitik wünschen. Ich glaube schon, dass hier noch sehr viel Luft nach oben ist. Aber davon abgesehen würde ich gerne noch mal zurückkommen darauf, was das für die iranische Bevölkerung bedeutet, auf Ihren Punkt, den Sie ja auch noch mal angesprochen hatten. Instex zum Beispiel, Herr Niemann hat es angesprochen, Herr Cornelius hat es angesprochen, ist ja eigentlich dafür gedacht, vor allen Dingen den humanitären Warenverkehr nach Iran zu ermöglichen. Wir haben hier seit 2 Jahren ein flächendeckendes Sanktionsregime in Iran, das die Bevölkerung in der Breite trifft und das so weitreichend ist, dass eben sogar der humanitäre Warenverkehr, der eigentlich nicht sanktioniert ist, nicht länger funktioniert. Das heißt, es gibt Probleme, Medikamente nach Iran zu exportieren, es gibt Probleme, Medizinpharmazeutika nach Iran zu exportieren. Das Sanktionsregime hat nicht die Probleme in Iran geschaffen, das möchte ich vorneweg sagen. Also der Großteil der Wirtschaftsprobleme in Iran ist hausgemacht, massives Missmanagement, massiv verbreitete Korruption. Aber diese Art von flächendeckendem Sanktionsregime hat eben diese Probleme noch deutlich verschärft. Das heißt, wir haben eine Bevölkerung, die zu Hause ohnehin unter Druck ist und nun von außen sozusagen einem zusätzlichen Druck noch ausgesetzt ist. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass so viele Leute bei Soleimanis, und Sie haben es angedeutet, Herr Niemann, Trauerfeier auf die Straße gegangen sind. Also dieser Unmut darüber, dass sie Leidtragende internationaler Politik sind, dass sie jetzt schon wieder in einer Situation sind, wo es zu einer militärischen Eskalation kommen könnte, die sie in erster Linie betrifft. Und wenn wir uns angucken, was die Bevölkerung in den letzten 2 Jahren und insbesondere in den letzten Monaten erlebt hat, dann ist das drastisch. Ja? Wie viele Tote haben wir gesehen bei Protesten im November? Mehrere Hunderte, Tausende Menschen verhaftet. Wie viele Tote haben wir jetzt gesehen bei der Massenpanik in Soleimanis Trauerfeier? Nochmal 59 Menschen gestorben. 176 Menschen gestorben bei dem Abschuss des Passagierflugzeugs. Daneben seit 2 Jahren massiver Wirtschaftsdruck, Erosion der iranischen Mittelschicht, drastische Lebensumstände für Leute der unteren Schicht, Preise für Fleisch 57% gestiegen, Preise für Medikamente 20% gestiegen, der Rial innerhalb von wenigen Monaten 60% an Wertkraft eingebüßt. Das sind massive Änderungen, die die Gesellschaft in immer kürzeren Abständen in eine Art Dauerfrustrationsphase bringen, wo sie nicht mal die Gelegenheit haben, mal aufzuatmen zwischendurch und ihre eigenen Toten zu betrauern. Ja? Das ist die Situation, in der wir uns befinden, für die weder allein die Amerikaner noch die Europäer verantwortlich sind, aber wo wir uns nicht als fähig gezeigt haben, diese Art von Frustration, diese Art von Druck in irgendeiner Form zu minimieren. Und das wird uns um die Ohren fliegen. Denn auch die Unterstützung der iranischen Bevölkerung für die Atomvereinbarung hat drastisch abgenommen, weil natürlich auch die Bevölkerung sich fragt, warum eigentlich? Warum sollen wir uns noch für diese Art von Vereinbarung einsetzen, wenn sich keiner um uns kümmert, wenn wir unter Druck stehen zu Hause, unter Druck stehen von Trump und die Europäer sich als ohnmächtig erweisen, irgendwas dagegen zu tun?
Ich möchte nur darauf hinweisen, gleich werde ich gerne an Sie übergeben. Ich finde, dass wir schon sehr viele sehr spannende und sehr wichtige Dinge hier erwähnt haben, aber Sie alle sind gekommen, weil Sie Ihr Interesse hier mitbringen. Deswegen möchte ich gerne noch einmal an Professor Charlie geben und noch einmal fragen, wie können die Europäer, die besonders von internationalem Recht profitiert haben, die das auch immer besonders hochgehalten haben, in diesen Zeiten aber etwas schweigsam geworden sind, wenn es daran geht, dieses Recht zu betonen und einzufordern. Wie können sie hier wieder stärker werden? Hat Europa die Möglichkeit, in Zeiten erodierender internationaler Normen und in Zeiten von massiven Brüchen von diesen Normen, sich hier für internationales Recht stark zu machen? I mean, can they? Of course they can. But do they or will they? And I think, just following up from what Azadeh was saying, not about the law, but about the policies, it doesn't seem to be the case. There is a lot of expectation and there's a lot of responsibility falling on Europe's shoulders right now. It's significant because of the political situation in the US, in China, or in Russia. So there's a lot of expectation that this is going to be the place where the rule of law has to be defended and fought, even in international relations. And this is a very, very high expectation and a burden. But just looking at the responses to this massive crisis, and I think we've mentioned that this is the first time in history that outside of a context of an armed conflict, because there was no war between between US and Iran, on broad daylight, a general, we can discuss how bad his policies were, but he was a state representative. He was killed in the soil of another state by a drone strike by another state. These are very significant, important historic events. These don't happen, as you said, every day. So very high expectation on Europe's shoulder, but this past few weeks is not a good sign, I think, for us to see what Europe will do. But I think we have to discuss this more. We can't just say, oh, we should, but we can't. And I think this is a really important sort of space to discuss further as the European polity about what will happen in this particular event, because this is way too significant. It is not everyday international law, everyday event that actually we've just witnessed just starting this decade. Vielen Dank. Gibt es von Ihnen Fragen? Wenn ja, dann bitte ich um Meldung. Ich bitte auch darum, dass Sie ähnliche Disziplinen wie alle Referenten hier an den Tag legen und sich kurz fassen. Und sollten Sie die Frage an jemanden spezifisch auf dem Podium richten, sagen Sie das bitte auch. Herr Ernst, ich habe Sie gesehen. Das Saalmikrofon kommt. Ja, ganz herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe eigentlich zwei kurze Fragen. Das eine bezieht sich auf die Proteste, die wir gesehen haben und die Reaktion der iranischen Politik, namentlich des Präsidenten, der ja die Proteste ein Stück weit aufgegriffen hat und sich gerade jetzt mit Blick auf die Parlamentswahlen im Februar auch dafür ausgesprochen hat, dass die iranische Politik sich ein bisschen stärker öffnet, vielleicht sogar liberalisiert, was Khatami ja auch schon mal vor 20 Jahren probiert hat. Wie glaubwürdig sind diese Aussagen von Rouhani unter dem Eindruck der Protest nach dem Abschuss? Die zweite kurze Frage, der deutsche Außenminister hat vor ein paar Tagen Stellung zum Thema Instex und humanitäre Lieferungen genommen und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich die Sache so zusammengeschnürt, für 10 Millionen Euro sollen jetzt Medikamente und solche Hilfsgüter in den Iran, aber der Iran erlaubt nicht den Import. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Diskussion jetzt ja schon wirklich länger geführt wird, dass die Iraner keine Krebsmedikamente und so weiter mehr einführen können, deutsche Pharmafirmen die Kontakte oder die Verträge nicht erfüllen. Was ist davon zu halten, von der Aussage des Außenministers? Vielen Dank. Ich würde gerne noch sammeln. Alles klar. Die Dame dort und dann auch Sie. Dann gehen wir in die andere Ecke. Mein Name ist Tatjana Schahut.
Mit großem Interesse habe ich die ganzen Beiträge gehört. Ich habe auch mit großem Interesse, also ganz besonders von Ihnen, Herrn Niroman, ja, hat mir sehr gut gefallen, aber alle anderen auch. Aber was mich doch überrascht hat, die Vorstellung, dass Europa so eine Eigenständigkeit gegenüber den USA hat, die hatten wir ja nie. Die hatten wir auch nicht zu den Zeiten Kaltes Krieges. Wir waren immer sozusagen irgendwie im Schlepptau der US-Amerikaner. Und da sind wir immer noch in gewisser Weise militärisch, ökonomisch, bei der ganzen Auseinandersetzung China-USA reden wir auch immer ein bisschen mit, aber wir haben doch gar keine Macht, weder so auf die Chinesen einzuwirken oder die USA einzuwirken, dass sie sich an die Prinzipien halten, die wir als die grundlegenden Prinzipien im Rahmen der Europäischen Union verfolgen. Ja? Das ist eine Illusion und meines Erachtens ist das eine sehr naive Illusion. Was wir aber, denke ich, könnten, was wir nicht unterschätzen sollten, also militärische Intervention von Europa innerhalb, also in diesem Raum, denke ich, ist völlig absurd, sich vorzustellen. Aber Wirtschaftssanktionen haben wir ja auch gegenüber vielen anderen afrikanischen Ländern oder so durchgeführt. Wirtschaftssanktionen, denke ich, sind bei diesem Regime, was ja dem Iran, was so nach außen expandiert und das als Selbstverteidigung der eigenen Grenzen oder des eigenen Daseins propagiert, darauf könnte man schon reagieren, durchaus politisch und ökonomisch. Muss man nicht militärisch machen. Und da, glaube ich, wäre Vielen doch ein Interesse des Irans, mehr an dieser Weltwirtschaft und auch mit dem europäischen Handel, Investitionen und so weiter sich zu beteiligen. Und da sollten wir auf die Kräfte setzen, wo wir wirklich Kräfte haben, aber nicht Illusionen, da irgendwo militärisch einzugreifen. Vielen Dank. Eine Wortmeldung war noch hier vorne. Ja, Lutz Merz, Freie Universität Berlin. Ich will einen Aspekt noch einbringen, der nicht erwähnt wurde. Und zwar bezieht er sich auf die Rolle der Revolutionsgarden im Rahmen der Wirtschaft des Iran. Es ist im Rahmen der Liberalisierung passiert, dass viele Unternehmen, und zwar sehr wichtige Unternehmen, vor allem der Energiewirtschaft, von Angehörigen der Revolutionsgarden gekauft worden sind. Oder eben auch aus dem Klerus. Gegen diese Art von Unternehmen sind die Sanktionen nie aufgehoben worden. Die Sanktionen bestanden nämlich aus unterschiedlichen Sanktionen. Gegen die Revolutionsgarden Unternehmen, die quasi staatliche Unternehmen, staatlich unkontrollierte Unternehmen sind, ist das nicht passiert. Und das betrifft vor allem auch die Banken, die mit diesen Unternehmen zu tun hatten. Dadurch war es praktisch gar nicht möglich, den Nuclear Deal so durchzuführen, weil ein großer Teil dieser sehr wichtigen Unternehmen immer sanktioniert war. Ja, und dann kam zusätzlich in der neueren Form die Revolutionsgarden, 150.000 Leute sind Terroristen. Und damit wurden sie dann behandelt wie andere Terroristen. Was dann auch erklärt, warum Pompeji, der 10 Jahre lang nichts anderes im Kopf hatte, als Soleimani vom Battlefield zu nehmen, das dann auch durchgesetzt hat mit seinem Präsidenten. Alles klar, ich würde sagen... Ich denke, wir können auch die Punkte, die Sie erwähnt haben, erstmal mitnehmen und hier auf dem Podium die Runde machen. Wir haben hier 3 Komplexe im Prinzip. Rohanis Glaubwürdigkeit, da würde ich gerne Sie bitten, dass Sie sich dazu äußern und auch vielleicht zu der Frage, der Außenminister Deutschlands sagt, Iran erlaubt den Import wichtiger Güter nicht. Ist das sozusagen ein Härten der Sanktionen von innen? Sanktionen auch weiterhin interessant als Frage vielleicht formuliert, kann Europa mit smarten Sanktionen aufwarten? Denn wir sehen ja andere Kontexte, in denen keinesfalls so flächendeckend Sanktionen angewandt werden, dass sie die Zivilbevölkerung treffen. Also bezüglich...
Bezüglich der Glaubwürdigkeit von Rouhani muss ich sagen, damals, als er zum ersten Mal gewählt wurde, haben große Hoffnungen sich an ihn geknüpft und viele Leute dachten, es werde ein grundlegenden, aber zumindest spürbaren Wechsel oder Veränderung geben. Aber inzwischen sind die meisten Menschen, die Rouhani unterstützt haben, völlig enttäuscht, weil er tatsächlich auch seine Positionen geändert hat und auch Standpunkte vertritt, die er vor 2, 3, 4 Jahren nicht vertreten hat. Und sämtliche Versprechen, die er angekündigt hatte, während seiner Regierung zu realisieren, hat er vergessen oder nicht gemacht, gar nicht. Er redet manchmal ganz schöne Sachen, aber realisiert werden die überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass er sowieso jetzt nichts mehr zu verlieren hat, weil er nicht wiedergewählt werden kann. Er ist ja schon 2-mal gewählt worden. Und deswegen, nach meiner Auffassung, ist er ganz schön nach rechts gewandert. Er war nie ein Reformer gewesen, also er zählte nicht zu den Reformern, sondern zu den Gemäßigten nannte man das. Aber ich denke, inzwischen hat er auch diese Position des Gemäßigten aufgegeben. Vielleicht nicht, weil er das freiwillig wollte, sondern weil er überhaupt keine Macht hat. Man muss sich vorstellen, er ist Präsident dieses Staates und zugleich ist er Vorsitzender des Sicherheitsrates und er ist nicht informiert worden, dass das Flugzeug abgeschossen worden ist. 3 Tage lang hat Rouhani und seine Regierung haben nicht erfahren, dass das Flugzeug abgeschossen wurde. Sie haben geglaubt, wie die Techniker gesagt haben, die Maschine hatte einen Schaden und deswegen ist das technisch, der Grund ist technisch gewesen. Auch heute weiß die Regierung nicht und kann die Bevölkerung nicht darüber informieren, was tatsächlich passiert ist. Ist dieses Flugzeug aus Versehen, wie man das jetzt sagt, abgeschossen worden oder ist das absichtlich abgeschossen worden? Das weiß man nicht. Und die Regierung hat nicht die Möglichkeit, das Volk darüber zu informieren. Also das heißt, Rouhani hat weder die Macht noch, glaube ich, jetzt den Willen, irgendetwas zu verändern. Also wenn er jetzt mehr Offenheit und mehr Öffnung nach außen und innen und so weiter verspricht, das hat er vor 5 Jahren auch schon gesagt, vor 3 Jahren auch. Vor 2 Jahren auch, letztes Jahr auch. Also es ist dem ist nicht zu trauen. Und ich habe das Gefühl, dass bei der Situation, in der sich das Regime befindet, in dieser Auswegslosigkeit, es besteht eine Art Auswegslosigkeit für dieses Regime. Denn die Sanktionen, die Korruption, wie Sie gesagt haben, die Wirtschaft, die Misswirtschaft und so weiter, all das hat das Land in eine totale Katastrophe geführt. Die Mehrheit der Iraner nagt am Hungertuch inzwischen. In einem Land, in so ein reiches Land, weil das Regime korrupt ist,
weil die Leute nur an ihre eigene Macht denken und nicht an das eigene Volk. Natürlich kritisieren die Iraner, sehr viele Iraner, warum Milliarden und Abermilliarden für den Ausbau der Macht Irans im Nahen und Mittleren Osten ausgegeben werden, während das eigene Volk am Hunger leidet. Das sind Tatsachen, und deswegen sind im November so viele Menschen auf die Straße gegangen. Und jetzt bei dieser Flugzeuggeschichte, diese Geschichte hat eine ungeheure Bedeutung, weil das Volk fühlt sich dermaßen betrogen, und Menschen können überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Es herrscht eine große Wut in der Bevölkerung gegen dieses Regime, mit Recht. Und jetzt glaube ich, das Regime hat keinen anderen Ausweg, als immer mehr Gewalt anzuwenden. Das haben wir im November gesehen, über 1000 Tote. Und die gehen sehr massiv jetzt gegen Proteste vor. Es sind Tausende jetzt in den Gefängnissen, werden gefoltert, und man weiß überhaupt nicht, wie es diesen Menschen geht. Und deswegen glaube ich, weil das Regime nicht die Lage beherrschen kann durch wirtschaftliche Besserung, durch Öffnung, durch mehr Freiheiten und so weiter, diesen Weg können sie nicht mehr gehen. Dann bleibt nur noch der Weg der Gewalt. Und die Frage ist, wie lange das sich hinzieht. Das ist für mich überhaupt die eigentliche Frage. Nicht, ob sich dieses Regime öffnen kann. Ich glaube nicht mehr an Reformen in diesem Regime. Ich glaube auch nicht mehr. Ich habe seinerzeit, als Khatami an die Regierung kam, geglaubt, es könnte möglich sein, dass man durch Reformen dieses Regime verändert. Aber es scheint, dass es nicht der Fall ist. Dr. Adebar, Dr. Samiri Rath, können Sie uns vielleicht einen Einblick geben, was die Verfügung, die Importverfügung oder Verbote betrifft? Verschärfen die Sanktionen, und gibt es Möglichkeiten für Europa, beispielsweise klügere Sanktionen zu erfinden als die derzeit in Kraft sind? Ich fange bei der Betrachtung Europa-USA an, die Europäer im Schlepptau der USA, und arbeite mich zu einer Antwort auf Ihre Frage vor. Das ist ja grundsätzlich richtig, und Sie haben den Kalten Krieg erwähnt. Wir sind jetzt aber auch wieder 30 Jahre weiter. Die Europäer haben in verschiedenen Bereichen eigene Politiken entwickelt und versuchen sukzessive eben auch aus diesem Schlepptau rauszukommen. Und Iran ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn da haben die Europäer 2003 zum ersten Mal eine eigenständige Politik in der Nuklearfrage begonnen, die auch letztlich durchgezogen mit dem Ergebnis des Deals, und das gegen Widerstand aus den USA. Es fing tatsächlich in den 90er Jahren an, da haben die Amerikaner zum ersten Mal das, was heutzutage als Sekundärsanktion oder extraterritoriale Sanktion bezeichnet wird, gegen auch europäische Unternehmen erlassen. Damals ging es um Iran, Libya und Kuba. Und da haben sich die Europäer auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt, das akzeptieren wir nicht. Damals hat man noch eine Einigung gefunden. Das lag vor allen Dingen daran, dass der Präsident, der damalige Clinton, dann mehr Verständnis für die europäische Seite hatte. Also in den 90ern fing es an, seit 2003 verfolgen die Europäer da eine eigenständige Politik. Und insofern ist, gerade wenn es um Iran geht, haben die Europäer nicht nur eine Politik gegenüber Iran oder der Region, sondern sie haben immer auch eine Politik im transatlantischen Verhältnis. Es geht da darum, wie man sich eben absetzen kann von den Amerikanern. Die Amerikaner haben eigentlich keine Außenpolitik gegenüber Iran, sondern sie haben Innenpolitik. Iran ist ein innenpolitisches Thema. Es geht darum, wie man innerhalb der USA Punkte, Wählerstimmen,
das sozusagen das Demonstrieren von starker Machtpolitik und Ähnliches macht. Es geht nicht so sehr darum, was tatsächlich in Iran passiert, sondern es geht darum, wie man eben jetzt, ich hatte das 79er-Traum erwähnt, wie man vor diesem Hintergrund innenpolitisch gewinnen kann und Punkte machen kann. Es geht nicht um Feinheiten dessen, was tatsächlich vor Ort passiert oder wie nun die Bevölkerung im Land ist. Das wird immer sehr schnell instrumentalisiert. Also das nur nochmal dazu. Das ist so Ausdruck, europäische Iran-Politik ist Ausdruck dieses transatlantischen Verhältnisses und der Schwäche der Europäer. Jetzt haben Sie gesagt, die Europäer haben keine Macht. Als Zustandsbeschreibung ist das wahrscheinlich auch richtig. Die Frage, die sich dann die Europäer stellen sollten, ist, soll das so bleiben? Wollen wir auch zukünftig keine Macht haben in diesen Belangen gegenüber USA oder China? Gerade weil das Völkerrecht angesprochen wurde, wollen die Europäer weiterhin keine Macht haben, Völkerrecht durchzusetzen? Fußnote, wenn sie mal die Macht haben, werden sie sie zum Wohle des Völkerrechts einsetzen oder vielleicht zur Sicherung eigener Interessen, aber das ist die nächste Frage, aber sie haben diese Macht nicht. Also das ist das, worüber die Europäer nachdenken müssen und deshalb wird sehr viel über, auch gerade in der Iran-Frage darüber gesprochen, innerhalb der Europäer, was wären denn eigenständige Politiken und was sind Instrumente und dann taucht eben INSTEX wieder auf, weil es ein mögliches Instrument ist, unabhängig von Iran, mittelbar oder mittelfristig, wie sich Europäer beispielsweise eben Sanktionen der Amerikaner entgegensetzen können, wenn sie diese Sanktionen nicht teilen. Und das Dritte, weil Sie eben nach den Sanktionen, Sie hatten gesagt, die Europäer sollten beispielsweise Wirtschaftssanktionen gegen Iran erlassen, weil ja Iran sich in der Region ausbreitet. Da sind wir bei mindestens zwei fundamentalen Problemen. Das erste ist, Wirtschaftssanktionen sind nicht unbedingt wirksam. Das sieht man über den gesamten Globus, dass das nur in Ausnahmefällen tatsächlich was nützt und funktioniert. Und Iran wurde bislang, das Zustandekommen des Atomabkommens wurde bislang immer als ein Positivbeispiel herangezogen, weil es eine konzertierte, von den Vereinten Nationen in Teilen abgesegnete Politik gab. Ich sage in Teilen, weil die Europäer und die Amerikaner weit darüber hinausgegangen sind, aber es gab ein grundsätzliches Übereinkunft, dass Iran hier mit Sanktionen belegt wird in der Nuklearfrage. Und da hat es dann zu diesem Erfahrungserfolg geführt. Also erster Punkt wäre, Wirtschaftssanktionen alleine sind nicht besonders vielversprechend, erst recht, wenn es nur die Europäer machten. Zweiter Punkt wäre, und da bin ich eben bei dieser Frage von regionaler Expansion, da ist ja nicht, oder die rechtliche Bewertung fällt da schon wieder schwer. Das ist ja tatsächlich eigentlich das Hauptproblem der Amerikaner in den letzten Jahren gewesen, dass eben der Atomdeal nichts gegen regionale Expansion getan hat. Auch dort Fußnote, das war nicht seine Aufgabe, aber weil er es nicht getan hat, hat die amerikanische Administration gesagt, deshalb gehen wir da raus. Aber natürlich kann man viel schwieriger gegen so etwas vorgehen, dass die Iraner in Irak ihren Einfluss geltend gemacht haben, dass sie den Bürgerkrieg in Syrien dazu genutzt haben, um sich da auszubreiten. Dagegen vorzugehen gibt es keine Rechtsgrundlage. Es gab aber eine Rechtsgrundlage im Nuklearfall, weil dort die Internationale Atomenergieorganisation Verstöße Irans festgestellt hat und die Sache an den UN-Sicherheitsrat gegangen ist. Das heißt, bei den vielen Problemen, die iranische Politik manchen Ländern dieser Welt, regional oder global gesehen, bereitet, gibt es unterschiedliche Mechanismen. In der Atomfrage konnte man einen internationalen Konsens herstellen und konnte dagegen vorgehen und hat dieses Abkommen geschaffen und hat damit ein Problem vom Tisch genommen. In der Frage von regionaler Expansion gibt es diesen Konsens nicht. Da können Sie sich auch in der Region umhören, da gibt es die einen und dann gibt es die anderen. Es gibt keinen internationalen Konsens und deshalb können die Europäer gar nicht sagen, weil sie eben diesen Konsens haben wollen, können sie nicht sagen, wir gehen jetzt gegen die regionale Expansion Irans mit Wirtschaftssanktionen vor, die wiederum tatsächlich auch nicht sehr, 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 sehr... Nordkorea ist ein interessantes Beispiel in vielerlei Hinsicht. Nordkorea hat Atomwaffen, obwohl es lange mit Sanktionen belegt wurde. Nordkorea verhandelt mit den USA. Die Iraner weigern sich, dieses Treffen überhaupt nur zustande kommen zu lassen. Nordkorea wird vor allen Dingen durch die Chinesen in seiner regionalen Rolle beschützt und gefördert und seit neuestem eben unterlaufen die Chinesen auch wieder die Sanktionen. Nordkorea ist ein Beispiel für vieles, aber nicht für die Wirksamkeit
von Wirtschaftssanktionen oder von europäischen Sanktionen auf jeden Fall? Ich würde gerne auf zwei Sachen, einmal die Wirtschaftssanktionsfrage, EU-Sanktionen und dann auf diese Rouhani-Geschichte, weil das eine sehr wichtige Frage war von Oliver Ernst, noch mal kurz eingehen. EU-Sanktionen, also damit nicht wieder dieses Missverständnis aufkommt, es gibt nach wie vor EU-Sanktionen gegenüber Iran, ja, aufgrund unter anderem von Menschenrechtsverletzungen und anderen Bereichen. Die einzigen, die Sanktionen, die ausgesetzt wurden, waren nuklearbezogene Sanktionen. Das ist erstmal vorweg. Zweitens, ich weiß gar nicht, woran die iranische Wirtschaft großartig weitere EU-Sanktionen merken würde, denn schon jetzt, auch ohne Sanktionen, funktioniert ja der EU-Iran-Bahnverkehr nicht, aufgrund sozusagen der aktuellen Lage. Und drittens, wie viel wollen Sie dieses Land eigentlich noch sanktionieren? Nahezu jeder sensible Sektor ist bereits betroffen. Automobilsektor, der Energiesektor, Öl, Gas, Banken und Finanzsektor. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht unmittelbare Auswirkungen dann auch auf die gesamte Bevölkerung hat. Und wir haben ja bereits einige der Auswirkungen hier schon angedeutet und was das bedeutet. Also abgesehen davon, dass es zynisch ist, eine gesamte Gesellschaft auf diese Art und Weise in Geiselhaft zu nehmen, für sozusagen internationale Belange, ist es, wie Cornelius gesagt hat, auch schlicht, und das zeigen viele empirische Studien, ineffektiv. Also ich sehe nicht, dass wir mit weiteren flächendeckenden Wirtschaftssanktionen irgendwas hier bewirken. Wenn uns die Politik des maximalen Drucks der Amerikaner etwas gezeigt hat, dann wie kontraproduktiv diese Art von Sanktionsregime ist. Wenn wir Iran davon abhalten wollen, beispielsweise in der Region aktiver zu sein, dann können wir uns am maximalen Druck ein Beispiel nehmen, zu sehen, wie es nicht funktioniert. Denn Iran ist jetzt deutlich aktiver in der Region geworden, als es vorher war. Und nur um Ihnen nochmal etwas zu den Verhältnissen, auch zum Kontext zu sagen, selbst nach Statistiken des State Departments in den USA, die nun wirklich nicht unter Verdacht stehen, diese Zahlen sozusagen zu untertreiben, gibt Iran, oder nach einem Bericht von 2018, hat Iran zwischen 2012 und 2018 in der Region zur Unterstützung von nichtstaatlichen Verbündeten etwa 16 Milliarden US-Dollar ausgegeben. 16 Milliarden, brechen Sie sie runter auf diesen Zeitraum, das sind 2 bis 3 Milliarden pro Jahr. Das sind Peanuts. Wie weit wollen Sie eine Gesellschaft runterwirtschaften, damit diese Islamische Republik nicht mehr 2 bis 3 Milliarden Dollar pro Jahr übrig hätte für diese Art von Regionalpolitik? Das funktioniert schlicht nicht. Ja? Also wir brauchen keine smarten Sanktionen, wir brauchen eine smarte Außenpolitik und smarte Strategien, und da fehlt uns leider einiges. Zu dem zweiten Punkt, Rouhani und Glaubwürdigkeit, das ist ein wichtiger Punkt, Oliver, den du angesprochen hast. Also wie glaubwürdig ist es, diese Art der Öffnungspolitik, die er zumindest rhetorisch jetzt hier verfolgt? Und hier passiert eine ganze Menge, was bei uns im sozusagen medialen Umfeld kaum Beachtung findet. Wir haben hier ganz drastische inneriranische Machtkämpfe unter den Fraktionen. Und das, was wir in den Protesten gesehen haben, das, was wir jetzt sehen, ist Rouhanis Versuch, mittels dieser Proteste Druck auszuüben, unter anderem auf Machtzentren im Apparat, die ihm im Wege stehen. Dazu gehört in erster Linie der Wächterrat, und wir haben jetzt eben das Ergebnis gesehen. Drastisch, fast alle Reformkandidaten sind ausgeschlossen worden von den Parlamentswahlen, die demnächst anstehen. Es wird noch eine zweite Runde, Qualifikationsrunde geben, aber es sieht nicht so aus, als würde es eine Reformerliste geben, was für Rouhani für sich genommen vielleicht noch nicht so problematisch wäre, aber sein Versuch, seine Leute sozusagen stückweise noch im politischen Apparat zu halten, denn auch wenn seine zweite Amtszeit endet, er hat sehr wohl noch Pläne für seine politische Zukunft in diesem System, und er wird auch weiter daran schmieden. Also er hat den Machtkampf mit dem Wächterrat hier einmal mehr verloren. Es gibt andere Fronten, wo er sehr, sehr aktiv ist und versucht sozusagen hier die Grenzen zu verschieben. Und auch da übrigens sind Wirtschaftssanktionen kontraproduktiv, weil sie eben, und Sie haben das erwähnt, Kräfte wie die Revolutionsgarden deutlich stärken, die von einer Sanktionspolitik eben wirtschaftlich und politisch profitieren. Also hier gibt es viele Bereiche, wo Rouhani gewisse Rückschritte sozusagen in Kauf nehmen musste. Und das ist auch das, was wir beobachten müssen. Es wird hier eine Menge passieren in den letzten Monaten, und da bin ich bei Bahman Niruman. Ich fürchte, nicht weil es der einzige Ausweg ist, es gibt noch andere Auswege für dieses System, aber die Reaktion wird eine Reaktion der Repression sein. Das hat, denke ich, die Rede des Revolutionsführers gezeigt. Er hatte die Gelegenheit, hier auf bestimmte Öffnungsvorschläge einzugehen, die Rouhani macht. Es ist glaubwürdig insofern, als dass Rouhani der Überzeugung ist, dass sie mit Repressionsmaßnahmen den schnellsten Weg zum Ende dieser Republik bringen. Das ist seine Überzeugung, wohingegen andere in dem Apparat glauben, nein, das ist der Weg, den wir brauchen, um diese Revolution und ihre sozusagen Kräfte zu erhalten. Hier hatte einige Kämpfe sozusagen an der Front verloren, und ich fürchte auch, dass eben die Rede von Khamenei, der im Grunde genommen so gut wie gar nicht auf den Abschuss dieses Passagierflugzeugs eingegangen ist, sondern im Grunde bejammert und beklagt hat, warum das sozusagen den Tod von Soleimani überschattet hat und warum das sozusagen von der iranischen Bevölkerung nicht genau verstanden wird, die nationalen Interessen und die größeren strategischen Reichweiten. Er hat leider einmal mehr gezeigt, schon wie in früheren Krisenzeiten, dass er nicht begreift sozusagen, inwieweit er auf diese Bevölkerung überhaupt eingehen müsste, um noch so etwas wie Entspannung zu erreichen. Es könnte sein, und das wäre ein gutes und starkes Zeichen, dass wir
eine sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung sehen bei den Parlamentswahlen. Es gibt eigentlich gar keinen Anreiz, zu diesen Wahlen zu gehen. Und täuschen Sie sich dann nicht. Es ist dem System sehr wohl wichtig, hohe Wahlbeteiligung zu haben. Das ist ein geringes Mittel für die Bevölkerung zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Auch etwas, was, glaube ich, immer noch sozusagen Möglichkeiten für Änderungen gibt, ist, wir sehen in immer kürzeren Abständen sehr viel massenhaftere Demonstrationen. Die Abstände verkürzen sich, die Demonstranten werden diverser. Wir haben Leute aus der marginalisierten Unterschicht, wir haben Leute aus der Mittelschicht, wir haben Studenten, Kulturschaffende, die sich solidarisieren. Der Abschuss dieser Passagiermaschine, und da bin ich ganz bei Ihnen, war eine Zäsur, dass Sie 3 Tage lang sozusagen vorgetäuscht haben, und wer was wusste oder nicht, das wird noch zu zeigen sein, vorgetäuscht haben, dass es wissenschaftlich und technisch unmöglich ist, dass die abgeschossen worden wäre, und sich dann aber gezwungen gesehen haben, und das ist ja ein Erfolg, gezwungen gesehen haben, das zuzugeben, weil es internationalen Druck gab, weil es Druck in Iran gab, ist ein kleiner Erfolg, der auch zeigt, hier wird mehr gepusht werden von Seiten der Bevölkerung. Hier wird sehr viel mehr passieren. Diese Republik wird wahrscheinlich in sehr viel mehr dynamischere Zeiten jetzt gehen, mit sehr viel mehr Repression, aber damit auch sehr viel mehr Bewegung. Und wenn ich diesen letzten Punkt noch machen kann, auch mit dieser Passagiermaschine, weshalb auch in die Wut, die hat Bahmani Rumant ja schon angedeutet, warum sich das nochmal unterscheidet auch von vorher. Das ist einmal mehr der Fall, wo man weiß, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass sich die Offiziellen hinstellen und zugeben, dass sie selbst für den Tod ihrer eigenen Landsleute verantwortlich sind. Aber trotzdem wissen Iraner, wenn es nicht ausländische Staatsbürgerschaften gegeben hätte, die in diesem Flugzeug gesessen hätten, hätten wir das vermutlich nicht gehört. Und dieses Gefühl einmal mehr, dass sie in ihrem eigenen Land Bürger zweiter Klasse sind. Und da gibt es zig Beispiele. Erinnern Sie sich im letzten Jahr, als es das Nationalmannschaftsspiel gab, Syrien gegen Iran, wo syrische Frauen das Stadion besuchen durften, aber iranische Frauen in ihrem eigenen Land nicht. Sie haben hunderte dieser Beispiele, die sehr viel drastischer sind, als ein Fußballspiel zu besuchen. All das, was sich jetzt akkumuliert über die Zeit, gibt mir zumindest Hoffnung, dass sowohl im Apparat als auch außerhalb, so sehr wir auch sozusagen Rückwirkungen und Rückschläge und Repressionen sehen, die Zeit reif ist zu sehen, es muss irgendeine Form von Antworten auf diese Art der fundamentalen Änderungsbedürfnisse dieser Menschen geben. Und ich glaube, da passiert etwas, was uns vielleicht noch überraschen könnte. Es ist schön, zwischen all diesen frustrierenden und in die Sackgasse führenden Gedanken diese Hoffnungsbekundung zu hören. Haben wir noch weitere Fragen im Saal? Bitte schön, einmal dort hinten. Ja, wir pendeln hier so ein bisschen zwischen USA, Iran und Europa. Spielen die anderen Mächte, Russland, China, überhaupt keine Rolle oder nur eine ökonomische irgendwie, oder engagieren sie sich politisch, oder ist es abzusehen, dass sie sich politisch da auch engagieren werden? Vielen Dank. Dann war da, glaube ich, direkt noch eine Wortmeldung. Bitte schön, die Dame. Vielen Dank. I would like to ask a question, Professor Charlie. Could you address maybe the legal situation that the United States can withdraw from the nuclear deal without the Iranians having breached their obligations? Eine Frage noch hier vorne. Man hat in den Medien gesehen, wo es bei der Demonstration, dass die Studenten nicht auf die Fahne von Israel und Amerika gelaufen sind. Man hat auch gesehen, dass im Iran während der Obama-Zeit, dass die Studenten oder die Menschen auf der Straße gerufen haben, Obama, Obama, ja, Obama, ja, Obama, heißt Obama, entweder bist du mit denen oder mit uns. Ich meine jetzt, meine Frage ist an alle, wenn die Europäer weiterhin in Bezug auf Menschenrechte untätig bleiben, was ist im Iran passiert? In den letzten Monaten 1500 Leute tot, Abschuss in Flugzeug und Tausende im Gefängnis sogar auch dann. Heute hat Amnesty International, haben die auch einen Bericht rausgegeben, dass es auch sogar auch sexuelle Missbrauch von Frauen im Gefängnissen stattgefunden hat. Es gibt einen bekannten Fall, wo es dann heute dann, veröffentlicht wurde. Ich meine, glauben die Europäer nicht, dass irgendwann tatsächlich alle Leute im Iran tatsächlich auf Seite von
ein Politiker wie Trump kämen, wo es dann auch dann, falls dann Amerika in den Krieg führen sollte, dass die Leute auch im Iran das in den Krieg unterstützen würden? Das ist die Frage. Meine. Alles klar. Wir sind schon so weit in der Zeit fortgeschritten, dass ich denke, dass dies auch die letzte Runde auf dem Podium sein wird. Deswegen würde ich Sie bitten, das auch zu Ihrem Abschlussstatement zu machen. Einmal haben wir die Frage zu Russland und anderen Mächten in der Region, wo ich auch die Frage stellen würde. Wir haben im Iran-Report des letzten Monats gerade gelesen, Sie haben es festgehalten, Russland gewährt dem Iran ab März einen Kredit über 4,5 Milliarden Euro. Springen andere Staaten ein, vielleicht auch Akteure außerhalb des Horizonts, auf dem wir die ganze Zeit gucken, die hier die Lücke füllen, und kann das in unserem Interesse sein? Dann haben wir eine Frage spezifisch zu dem Atomabkommen und den USA und Iran und den jeweiligen Verpflichtungen. Wie können, wenn ich es richtig verstanden habe, wie kann beim US-Rückzug der Iran oder gewährleistet werden, dass der Iran seine Verpflichtungen dennoch nicht bricht? Und dann die Frage hier noch einmal zu der Bedeutung dessen, was zum Teil in den Protesten zu sehen war, Bewegungen oder Äußerungen, wie wir sie vorher noch nicht oder kaum gesehen haben. Diese Fragen bitte ich Sie alle mitzunehmen und auch ein kurzes Abschlussstatement daraus zu machen. Professor Charlie, wollen Sie anfangen? It works? Yes. Okay, I can't hear myself. Maybe a couple of points on the first two questions. I've been following the legal responses of Russia and China, and as well as Germany and other European states, to what we discussed, the attack of the US and then retaliation by Iran. Russian Federation is one of the few countries, actually, that called the killing of Soleimani an assassination. So, which means they're saying that this is unlawful, this could not have happened, you initiated this as an unlawful attack. It's a very strong language to use, and it's very interesting that Russian Federation is one of the very few countries who actually says something which is legally very plausible. Of course, you could say, well, I'm sure they said it for some other instrumental reason. It's not the, you know, is the Russia the guardian of international law? But on paper, that's the case. I mean, you know, they made some of the strongest language, legal language that was used by them was very well considered. China, for example, legally hasn't done that. It just said, oh, you know, this is very bad and we all invite you to be calm. And, you know, they said we're against intervention. And China will always be against intervention and so on, but their language legally was not there. So it's very interesting that the legal space, which is direly needed when we have some very serious violation of international law, as these two instances, was filled by some actors that you wouldn't associate with upholding international law. So it's a very awkward situation, but I'm just going to comment on the legal gaps here. And, you know, it's unusual kind of actors making these statements. On the withdrawal of the US from the Iran deal, it's a very interesting process, because the deal is from 2015, and the first one out was the US, and it was Trump. And Trump gave a lot of political reasons why they're going to come out of it. They said it's not effective, this is not working, it's the worst deal ever, and so on and so forth. But there is this particular problem that you can't just leave a deal, you can't just leave a treaty, for any treaty, you can't just leave and say this is really bad. And actually, US did violate a lot of the procedural obligations. You have to notify, you have to explain what was wrong with the deal, you have to have a grace period, you have to have negotiations of 15 days. This is what's called triggering this Article 36 of the treaty, which gives them space and so on and so forth. So US hasn't done any of these things. So it is actually in breach of some of its obligations under the treaty, because it just said, I'm out, and this is really bad. So this is another sort of a violation of actually certain very basic rules of how you leave any agreement. You know, from Brexit, it's not very easy, right? You can't just leave. There's a lot of negotiations and things. And Iran has argued that, and actually they have a point. They said, you know, US started it first.
they are acting against the object of the treaty. So I could just maybe do a couple of things because they started it. So I'm just doing a few things myself, but in response to that. So in a way, technically speaking, you know, US was the one who started the decay of the treaty. And now the European states are triggering this Article 36 mechanism. And so this couple of weeks is going to be very, very important. We will read in the news, there's a 15 time, the clock is starting, what will happen in these 15 days. What was gonna supposed to happen is that these negotiations have to happen. They have to all sit and talk about how to save it. And it's very hard to know because it's a very hostile political environment, as we discussed. So technically, US did break certain obligations. You can't just leave a treaty just by saying that you've done it. I mean, just maybe you were saying on the final statements, I think that a lot of issues really come up very strongly. You know, the word human rights is used very often, not just in relation to Iran and lots of other country situations, but here, obviously, you know, there are very well recorded serious human rights violations in Iran. They're ongoing, they're not new. It's not something that is just this year or the last year. But of course, the sanctions regime and sort of this ongoing sanctions game that has, you know, affected the population also has human rights implications. So, I mean, one word of caution is maybe to use the word human rights and human rights violations very carefully, because it's not a very simple one-sided game. There are some serious issues, as is reported extensively in the domestic level, but we can't just isolate, I think, problems to the regime's sort of actions. You also have to think about what the outsiders are doing. So outsiders are also not necessarily the good guys in this story. I think a very measured response is required. Machen Sie doch direkt weiter, Dr. Niromand, mit Ihrem Abschlussstatement. Was ist das Wichtigste, was Sie uns mitgeben wollen auf den Weg heute Abend? Ja, es gibt ja so viele Fragen und so viele Probleme mit dem Iran, also da kann man noch stundenlang diskutieren. Ich will als Iraner sagen, dass ich große, große Sorgen habe um mein Land, weil das Land sich in einer sehr schlimmen Lage befindet, wirtschaftlich und politisch. Und meine Sorge wird immer mehr, weil ich noch keine Alternative sehe, weil auch diese ganzen Proteste, die wir jetzt erlebt haben, mit immer kleineren Abständen, die werden dauern immer ein paar Tage, dann werden sie niedergeschlagen. Aber sie sind nicht organisiert. Sie haben keinen richtigen Plan, sie haben keine Führung. Es ist mehr oder minder spontan und dann mischen andere Elemente damit sich rein und so weiter. Und das führt eigentlich zu keiner Veränderung, tatsächlichen Veränderung, die das Land dringend brauchte. Insofern ist meine Sorge groß. Kommt es, also da Sanktionen, noch mehr Sanktionen, noch mehr Sanktionen, das bringt nichts, nach meiner Auffassung. Schon diese Sanktionen, die Amerikaner jetzt mit maximalem Druck ausüben, es ist destruktiv, das bringt nichts. Das macht die Bevölkerung, die leidende Bevölkerung immer mehr und immer mehr. Aber die Milliardäre, Mullahs, die haben ein wunderbares Leben, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Es geht ihnen nur um Erhaltung ihrer Macht und nicht um das Volk, nicht um das Wohl des Volkes. Also, insofern werden Sie
das ist meine Befürchtung, das habe ich schon gesagt, auf Proteste mit Gewalt reagieren. Und wenn da irgendwie eine militärische Maßnahme passiert seitens der Amerikaner oder Saudi-Arabien oder Israel oder wer auch immer, dann kommt es zu einem Flächenbrand in der ganzen Region. Weil die Iraner wirklich die Möglichkeit haben, sie sind militärisch überhaupt nicht stark. Die Amerikaner könnten, wenn es mit zwei militärischer Kampf wäre zwischen Iran und Amerika, dann würden die Amerikaner in ein paar Tagen Iran wegpusten. Aber das ist der asymmetrische Krieg, der Iran die Möglichkeit gibt, Unruhe zu stiften und die gesamte Region in Aufruhr zu versetzen. Und insofern bringt also auch Krieg nichts und Sanktionen nichts. Also es ist eine Art Auswegslosigkeit, die im Augenblick herrscht, und das macht mir große Sorgen. Vielen Dank. Könnten Sie vielleicht noch einmal auf die Frage, die gestellt wurde, zurückkommen? Russland, die anderen Mächte oder Mächte, die wir überhaupt noch nicht berührt haben. Wir haben leider nicht die Zeit, im Detail darauf einzugehen, aber wenn Sie uns hier ein paar Ausblicke gewähren. Will ich gerne versuchen, um das Ganze gewissermaßen eben in dieses gewünschte Abschlussstatement auch einfließen zu lassen. Herr Nieroman, Sie haben aus verständlichen Gründen für Ihr Land gesprochen. Ich will auch als Europäer sprechen, auch wenn ich vielfach die amerikanische Sichtweise hier präsentiert habe. Um auf die Länder kurz einzugehen, Russland und China, die auch Teile oder Parteien dieses Abkommens sind. Es ist ein Abkommen, es ist kein Vertrag, es ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Die Kraft des Abkommens kommt eigentlich aus der Sicherheitsratsresolution, die dieses Abkommen aufgenommen hat. Und das sind sozusagen, das ist die völkerrechtliche Bindungskraft. Und da haben die Europäer eine exponierte Rolle, weil sie damit beauftragt sind, dieses Abkommen umzusetzen und die Umsetzung zu facilitaten, wie man das auf Englisch sagt, also zu begleiten und anzuleiten. Aber Russland und China sind natürlich genauso auch gefragt, an diesem Abkommen festzuhalten. Aber auch Russland und China sehen das Iran-Abkommen und die Politik gegenüber Iran im Verhältnis zu den USA. Russland hatte sich von dem Amtsantritt des aktuellen Präsidenten sehr viel erhofft, eine Verbesserung des russisch-amerikanischen Verhältnisses. Sie kennen alle die Geschichten aus dem Wahlkampf, merkt aber, dass es gerade beim Kongress nicht weiterkommt. Der Kongress erlässt Sanktionen gegen Russland, gegen Nord Stream 2, ist dort weitaus russlandkritischer. Und was Russland gemacht hat, weil es gerade dieses Verhältnis mit den Amerikanern nicht verbessern kann, aufgrund dieser innenpolitischen Konstellation in den USA, stößt es, wann immer es kann, in ein Vakuum, was die Amerikaner hinterlassen. In der Ukraine hat es eine Situation ausgenutzt, indem es dann in der Ostukraine einmarschiert ist und die Krim annektiert hat. In Syrien hat es einen Bürgerkrieg oder einen beginnenden Bürgerkrieg ausgenutzt und hat immer wieder auch gesehen, dass die Amerikaner nicht, wie sie es in der Vergangenheit vielleicht getan hätten oder wie man es erwartet hätten, dass sie zurückdrängen, dass sie zurückschlagen, sondern dass sie eben selbst rote Linien, die gezogen wurden, dass sie die eben im Sand verwehen lassen. China war auch lange Zeit jemand, wo man gehofft hatte, dass China auch wirtschaftlich zu Iran halten würde, dass es Handel mit Iran aufrechterhalten würde. Aber weil China seinen eigenen Handelsstreit mit den USA hat, ist es sehr vorsichtig gewesen und weiterhin sehr vorsichtig, hat offiziell auch angekündigt, sich an die US-Sanktionen zu halten, hat das dann vielleicht hinter den Türen oder unterm Tisch nicht ganz in der Deutlichkeit gemacht, aber hat insgesamt klar gesagt, für uns ist der Handelsstreit mit den USA wichtiger als Iran. Und das ist nämlich das, woran sich für die Chinesen die Zukunft entscheidet, wie sie das Verhältnis mit den USA vor allen Dingen eben über die Handelsfragen entscheiden. Damit bin ich gewissermaßen bei der großen Weltpolitik. Ich glaube, wenn es etwas gibt, was Sie mitnehmen sollten, dann ist es das Ende von Pax Americana, ob man das nun gut oder schlecht gefunden hat, ob man davon profitiert hat oder nicht. Aber ich glaube, das war das, was wir über die vergangenen 70 Jahre gesehen haben. Und da sehen wir
die Ausläufer oder das Ende dieses Zustandes. Und das sehen wir in Iran, das sehen wir in vielen anderen Regionen auch. Und das ist ein Punkt, wo wir eigentlich nur sicher sein können, die nächsten 10, 20, 30 Jahre werden nicht so sein wie die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und dann muss man sich eben überlegen, was wollen die Europäer? Da bin ich bei einer Machtfrage, und ich benutze den Begriff, und ich bin bei einer Interessenfrage. Was sind die europäischen Interessen in Iran, in der Region? Darüber müssen die Europäer diskutieren. Und das müssen sie auch tun in Abgrenzung von den Amerikanern. Sie dürfen nicht vergessen, die Europäer, dass wenn man in die Welt hineinschaut, dann gibt es nicht viele Staaten, die so sind wie die Europäer. Da sind die Amerikaner noch am nächsten dran. Und es kann sich vieles ändern, wenn in den USA im November die Wahlen anders ausgehen. Also dann kann man auch wieder anknüpfen an bestehende Verbindungen. Sollten die Wahlen so bleiben, dass der Präsident im Amt bestätigt wird, dann haben die Europäer ein großes Problem, weil dann sind sie tatsächlich mehr auf sich alleine gestellt. Und das ist, glaube ich, das, worüber man, also unabhängig von der Situation im Land und eben diesem spezifischen Konflikt, als Europäer nachdenken müsste. Vielen Dank. Ja. Ich würde gerne den Punkt aufnehmen, ich weiß nicht mehr, von wem das im Publikum kam. Einige von ihm haben die Bilder gesehen, die Videos von den Studenten, die sich also geweigert haben, beim Durchgang in die Universität über die israelische oder amerikanische Flagge zu laufen, also die Flagge mit Füßen zu treten sozusagen, da nochmal demonstrativ ein Zeichen gesetzt. Und ich denke, das ist auch nicht so überraschend, weil wir auch sehen, ein großer Teil gerade der jungen Gesellschaft sozusagen ist ja nicht USA oder Israel feindlich eingestellt in irgendeiner Form. Ja? Und die denken auch nicht in diesen Freund-Feind-Schemata. Das ist was Positives, ja, dass wir das sehen. Und das stimmt mich auch hoffnungsvoll. Ich weiß nicht aber, ob diejenigen von Ihnen dieses Video gesehen haben, auch das Video bis zum Schluss angesehen haben und dort erkennen konnten, wie als einige Studenten sich eben nicht bemüht haben, am Rande vorbeizugehen, sondern über die Flagge hinübergegangen sind, sofort ziemlich übel beschimpft worden sind von den anderen Studenten. Das ist wiederum der Bereich, der mich mit Sorge stimmt. Denn ich glaube, wenn Sie diese Art von fundamentalen Veränderungen für sich einfordern und vorantreiben wollen, dann geht das nur mit einem gewissen Maß an Solidarität und Inklusivität und nicht diese Art, die wir im Moment ein bisschen erleben, diese Art der Spaltung und Aggressivität unterhalb von, also unterhalb, unter den Iranern selbst. Ja. Das ist eine, glaube ich, der größten Schwächen, die man hat im Ausland wie im Inland, dass man anfängt, sich gegenseitig sozusagen zu bekämpfen auf übelste und radikalste. Das sind die Sachen, die mir Sorge bereiten. Ich glaube nach wie vor, dass wir uns leider darauf einstellen müssen, dass sich die Situation für die iranische Gesellschaft auf absehbare Zeit nicht bessern wird, sondern die Situation sehr gefährlich bleibt, sehr repressiv bleibt, wir eine größere Versicherheitlichung sehen, wir eine Machtübernahme noch sehr viel stärker sehen von Kräften, mit denen es uns von europäischer Seite nicht unbedingt leichter wird, zu Kompromissen zu kommen. Ich glaube aber nach wie vor, und das ist vielleicht Licht am Horizont, wir haben es gesehen, es gibt hier einen gewissen Drang und auch es liegt auch in der Luft für Veränderung. Veränderung heißt nicht immer sofort Revolution oder Sturz eines Regimes oder gleich sozusagen neue Oppositionskräfte. Veränderung, glaube ich, die nachhaltig sein will, das ist eine unangenehme Nachricht, braucht Zeit und Geduld. Ich weiß, das ist nichts, was irgendjemand hören möchte und was jemanden irgendwie erfreuen könnte. Aber wenn Sie eine Chance auf Nachhaltigkeit wollen, dann müssen Sie immer und immer wieder dagegen ankämpfen. Und das, was es braucht, ist Mut und Willen. Und beides sehe ich in Iran. Ich sehe den Mut und den Willen, Dinge voranzutreiben, trotz der Gefahr für Leib und Wohl. Das tun ja die Demonstranten tagtäglich. Und trotz dessen, dass sie wenig Unterstützung bekommen aus dem Ausland. Im Gegenteil, dass ihnen noch Hürden in den Weg gestellt werden. Da sehe ich Potenzial, weiterzugehen, wenn sich die Gesellschaft nicht spalten lässt, weil das Horrorszenario tatsächlich eine Art Bürgerkriegsszenario ist. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich glaube, dass mit Geduld und weiteren sozusagen Protestbewegungen, weiteren sozusagen Dringen, auch mit Teilen der Eliten, die auch wichtig sind, wenn sie Veränderungen vorantreiben wollen, möglich und denkbar ist. Und da ist der Zug noch längst nicht abgefahren. Vielen Dank für diesen Lichtblick am Ende. Mut, Solidarität und Willen haben Sie gerade als Charakteristika, die im Iran vorhanden oder sehr wünschenswert stärker vorhanden wären. Das haben wir auch als Plädoyers natürlich gehört für die internationale Bühne, eine mutigere, klügere Außenpolitik und bei Iran die Chance, dass man diese eben auch noch zu seiner Blüte bringen kann, selbst wenn die USA nicht mitziehen, weil Europa durchaus eigenständiger agieren kann. Wir nehmen das mit als Punkte dieses Abends, die ich sehe.
sehr spannend in dieser reichen Debatte fand. Ich danke Ihnen allen. Ich danke auch noch einmal meiner Kollegin Anja Hoffmann und dem gesamten Nahost-Team. Und ich hoffe, dass wir Sie wiedersehen. Nächste Woche kann ich nicht nur für eine Ägypten-Veranstaltung am 29. hier werben, sondern gerade, wenn die Aspekte des internationalen Rechts, der Normen und des Multilateralismus Sie interessieren, macht mein Kollege Giorgio Franceschini auch seine außenpolitische Jahrestagung, auf der genau das Thema ist, wie kann sich Deutschland, wie kann sich Europa in Zeiten des abnehmenden Multilateralismus neu orientieren. Ich lade Sie in seinem Namen herzlich dazu ein und hoffe auch sonst, dass Sie uns treu bleiben. Vielen Dank.